Okay. Hallo und willkommen bei Grill fürs Live. Hier sind Kevin und Marco vom Monolith und wir grillen heute zusammen. Wir haben für euch den Monolith Eike mitgebracht und den großen Le Chef. Wir liefern euch jede Menge Tipps und Tricks und Rezepte. Und im Rahmen der Black Week haben wir ein tolles Angebot für euch. Gut, vielleicht habt ihr schon mal auf dem Monolith-Grill gegrillt oder auf dem anderen Keramikgrill. Keramikgrillen ist immer eine ganz tolle Art zu grillen. Ist mein Favorit, weil es sehr komfortabel und sehr vielseitig ist. Ich kann alles drauf machen. Ich kann auf dem Keramikgrill wunderbar Low und Slow grillen, Niedertemperatur mit einer Ladung Kohlen, stundenlang. Ich kann direkt, indirekt grillen, räuchern, backen, bis hin zur Pizza. Da ist alles möglich. Ja, Kevin, was sagst du dazu? Genau, ja, auch erstmal hallo von meiner Seite. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, ich hoffe, ihr sitzt alle schön drin im Warmen. Wir haben es angenehm kalt, würde ich sagen. Zum Thema Keramikgrill, ja, hast du viel gesagt. Ich sag mal, so ein Keramikgrill kombiniert so ein bisschen die Eigenschaften von einem Kugelgrill und einem Steinbackofen. In einem Keramikgrill habe ich dadurch, dass es ein sehr dichtes System ist, eine sehr gleichmäßige Temperatur. Die 3 cm dicke Keramik speichert diese Temperatur und so kann ich mit einem Keramikgrill sehr lange grillen, ohne nachzulegen. Genau, ich kann sogar nach dem Grillen die Glut ersticken, indem ich die Luft unten und oben zumache. Die Kohle geht aus und beim nächsten Mal kann ich den Rest wieder anzünden. Ganz einfach. Genau. Das Tolle ist auch die Temperaturregelung natürlich. Ich kann durch die Zuluft und die Abluft regeln, wie die Luft durchströmt. Kennt ihr vielleicht vom Kugelgrill. Das Besondere ist aber, im Kugelgrill verliere ich immer sehr viel Energie nach außen. Ich muss also laufend eine sehr starke Glut am Gange haben, die auch einen starken Hitzezug erzeugt und dadurch das Fleisch austrocknet. In der Keramik ist es halt so, dass ich, wenn diese ganze Masse einmal warm geworden ist, nur noch sehr wenig Glut brauche, um die Temperatur zu halten. Das heißt, die Luft ist dann fast ganz zu. Ich habe sehr wenig Luftzug, der das Fleisch austrocknet. Das ist ein großer Vorteil. Genau. Dazu halt dann noch dieser ganze, ich sag mal, einfach Römertopf-Effekt. Ne? Kennt ihr bestimmt, dass diese ganze Masse die Wärme wiedergibt und ich ein schönes Klima drin habe. Das sind die Vorteile vom Keramikgrill. Genau, also ich habe auch immer sehr saftiges Fleisch, was da rauskommt. Dadurch, dass halt hier auch wirklich keine Luft durchgeht und diese ganze Feuchtigkeit wieder rausträgt. Genau. Bleibt also schön im Grill drin. Gut, wir grillen heute für euch einmal ganz wunderbare Ribeye Steaks. Da zeige ich euch meinen Favorit bei der Steak-Zubereitung. Dazu gibt es gegrilltes Fladenbrot. Einfach direkt aus dem Rost gegrillt. Das geht auf dem Pizzastein oder auf dem Rost oder auf einer Grillplatte. Da gibt es verschiedene Varianten. Und etwas Brokkoli mit Chili, Knoblauch, Olivenöl und Parmesan. Das ist der erste Gang. Danach zeigen wir die Rotisserie im Einsatz. Der Le Chef hat auch einen Drehspieß, den gibt es auch für den Classic, für die kleinere Version. Und das Tolle bei diesem Drehspieß ist, ich habe nicht nur einen Spieß wie bei den meisten anderen Systemen, sondern ich kann bis zu 9 Spieße gleichzeitig drehen. Ich habe also meinen Hauptgang drauf, meinetwegen Hähnchen oder einen Picanha, einen schönen Braten. Und kann gleichzeitig auf den Spießen parallel dazu die Beilagen mit garen und so ein ganzes Menü vom Spieß grillen. Quasi wie im Rodizio-Restaurant. Zu Hause im eigenen Garten. Das klappt wunderbar. Dann haben wir dazu noch den Icon mitgebracht. Der Icon ist dieses Jahr erschienen, ist der neue Monolith, der kleinste und ist bei uns zu Hause der am meisten benutzt wird. Ist einfach eine tolle Größe für einen kleinen Haushalt. Ist mobil, ich kann ihn mitnehmen, er ist fürs Camping geeignet und so weiter. Und auch als Zweitgrill, wenn er halt im großen Grill einen Pulled Pork oder Rippchen laufen habt, könnt ihr im kleinen Zweitgrill wunderbar Fingerfood, Vorspeisen, Beilagen und Dessert grillen. Das ist eine ganz tolle Lösung für solche Sachen. Das ganz Besondere dabei ist, ich kann einfach mit 2 Schrauben den Deckel abnehmen und da eine Feuerplatte, eine große Plansche auflegen und damit auch schön Burger und so weiter machen, wie man es von der Feuerplatte kennt. Also sehr vielseitig, zeigen wir nachher alles. Genau. Gut, bevor wir jetzt mit dem Grillen anfangen, ein bisschen Theorie. Wir haben mal einen Le Chef zerlegt, haben das Innenleben vorbereitet und während Kevin das rüberholt, spielen wir mal kurz das Angebot ein.
Okay. Hier haben wir mal das Innenleben des Monolith. Wie ihr seht, haben wir hier eine sehr dickwandige Keramikfeuerbox. Da drinnen liegt die Glut. Ist quasi nicht nur die Außenwand, sondern innen nochmal mehr Masse, mehr Keramik, was sich alles aufheizt, die Hitze speichert und sehr harmonisch wiedergibt. Und dazu haben wir das SGS, das Smart Grid System, was wirklich sehr vielseitig ist für die Benutzung des Grills. Der Kevin zeigt das jetzt mal. Genau, ich zeige euch mal die Besonderheiten vom Smart Grid System. Kannst du einmal bitte die Feuerbox zu dir rüberziehen? Natürlich. Dann kann ich das hier abstellen. Also erstmal seht ihr, hier haben wir diese zwei Griffe, womit ich das ganze komplette System inklusive der Deflektorsteine, ich zeige euch gleich, und was die bewirken, erzähle ich euch sofort, kann man also sehr leicht an die Holzkohle kommen, um die dann aufzufüllen. Dieses Smart Grid System ist so, wie es hier ist, im Lieferumfang komplett so auch enthalten. Beinhaltet zwei Edelstahlrosten, einen Ring, mit dem ich das Ganze auch Höhen verstellen kann, also höher oder tiefer setzen kann. Dann habe ich eine geteilte Tropfschale, also zwei geteilte Tropfschalen. Was ganz schön ist, wenn ihr das hier seht, hier ist nochmal so eine Nase. Das heißt, ich kann die so dann ineinander klemmen. Und wenn ich mit Flüssigkeiten arbeite, läuft mir halt nichts dazwischen durch und in die Glut. Ja, also so rein und kann dann hier Flüssigkeit reintun. Warum soll ich da Flüssigkeit reintun? Wir haben unter den Tropfschalen haben wir die Deflektorsteine. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt hier viel Pulled Pork oder Spare Ribs, alles was so ja, mit viel Fett ist, damit mir das ganze Fett nicht immer auf die Deflektorsteine tropft und dann so ein, ja, ich sag mal, Fehlrauch entwickelt, also ein verbranntes Fett, das wollen wir ja nicht haben im Grill, haben wir halt diese Tropfschalen, die dann quasi dieses Fett auffangen und ist dann von der Reinigung auch wesentlich besser. Also wenn ich den dann anschließend frei brenne, also ausbrenne und ihn wieder da so mit reinige, habe ich halt weniger Rauch. Ja. Ganz kurz, das Tolle ist auch die Tropfschalen am unten, Füße drunter, dass sie nicht aufliegen. Weil wenn sie auf dem Deflektor aufliegen würden, würde es sehr, sehr heiß werden. Und dann würde auch eventuell Fett anfangen zu verbrennen. Genau, die Flüssigkeit wäre dann auch quasi sehr schnell wieder weg. So bleibt sie länger in den Tropfschalen drin. Also die quasi sichern mir hier die Deflektorsteine. Deflektorsteine sind zwei halbe drin. Das ist ganz schön. Das bedeutet, ich kann einmal, wenn die raus sind, so wäre jetzt dann quasi mein Setup für direktes Grillen. Ich habe also direkte Hitze direkt über der Glut. Kann aber auch sagen, ich möchte mir eine direkte und eine indirekte Zone einrichten, wo ich dann zum Beispiel mein Steak scharf angrillen kann und dann auf der indirekten Seite garen kann. Ja, bitte. Welchen Durchmesser haben die Tropfschalen? Das wäre ganz nett, wenn ihr das gleich mal vielleicht rausfinden könnt. Ich weiß es gar nicht im Moment. Das ist, weiß ich gerade nicht. Aber zu den Tropfschalen nochmal. Die Tropfschalen sind etwas größer wie die Deflektorsteine. Das bedeutet, wir haben hier den sogenannten Heatspot sehr, sehr minimal. Was ist der Heatspot? Heatspot ist da, wo die heiße Luft von der Glut nach oben kommt. Und wenn ich jetzt, darf ich das einmal kurz nutzen? Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt das Rostsystem, ja, steht mal ein bisschen rüber, genau, wunderbar. So, ich habe jetzt mein Rost hier drinne, oberhalb jetzt der Tropfschale. Dann sehe ich, dass die heiße Luft daneben herläuft. Das heißt, mein Gargut hier drauf verbrennt nicht von dieser heißen Luft, sondern strömt an den Seiten lang und erwärmt mir die Keramik. Aber verbrennt mir nicht das Gargut hier drauf. Genau. Ja. Im Gegensatz zur Kugel zum Beispiel kann man hier sich auch die ganze Fläche indirekt benutzen. Ja. Ich habe also wirklich die ganze Rostfläche, die ich nutzen kann. Und wenn ihr wirklich mal ein riesen Barbecue machen wollt, könnt ihr euch im Zubehör diesen Ring und die Roste nochmal extra kaufen. Und da eine zweite Ebene machen. Ihr habt hier unten eine Ebene, da noch eine und oben drauf gibt es extra noch einen extra Rost, den ich raufstellen kann. Ihr könnt quasi im Monolith Keramikgrill auf der ganzen Fläche auf drei Ebenen grillen. Da passt dann schon ordentlich was drauf. Genau. Und für dieses Smart Grid System haben wir natürlich auch noch mal
Gussroste oder Gussplatten, sogenannte Planchas, was einfach nochmal fürs Thema Steak Branding eine schöne Sache ist, so ein Gussrost. Kriegst halt ein schönes, breites Muster drauf. Kann aber auch hier mit so einer Platte arbeiten, zum Beispiel Gemüse, Fisch, Garnelen, mir fällt nichts durch die Roste. Hab einmal eine glatte Seite und hab einmal eine geriffelte Seite, auch wieder für Steaks oder wenn ich mit Marinaden arbeite, dass mir das nicht alles runter in die Glut tropft zum Beispiel. Wo wir gerade dabei sind, diese Roste und auch die Drip Pans passen wunderbar in die Spülmaschine. Eine ganz normale Haushaltsspülmaschine passen die wunderbar rein, auch alle vier auf die untere Ebene. Das macht das Reinigen, wenn man es gerne ganz sauber haben will, super einfach. Genau. Gut. Wunderbar. Hier haben wir noch das weitere Innenleben. Kannst du mal mit der Kamera hier reinschauen vielleicht? Ich hole das mal raus. Man sieht hier, Korb, genau. Ja, einmal ist diese Feuerbox innen in mehreren Teilen. Das hat den Grund, dass so keine Spannungsrisse entstehen können. Diese Keramik wird ja auch heiß und da können dann Spannungen auftreten. Und dadurch, dass es mehrere Einzelteile sind, ist da halt quasi das Ganze rausgenommen. Ja. Hier haben wir den Kohlekorb. Der ist auch super praktisch. Ganz einfach, weil ich die Kohle nach dem Grillen einfach hier mit rausnehmen kann. Kann die Asche abschütteln, das beiseite stellen. Und dann kann ich einfach die Asche entfernen. Und die Kohle ist komplett gesiebt und für den nächsten Einsatz bereit. Und ein weiteres Feature ist der Kohlenrost-Teiler hier. Den kann ich hier einfach einlegen und kann dadurch den Kohlenkorb halb befüllen und kann super direkt oder indirekt grillen. Gut. Wollen wir es zusammenbauen? Ja, bitte. Warum kein Big Green Egg? Ja, das ist eine gute Frage. Warum kein Big Green Egg? Also vielleicht für alle einmal, ein Big Green Egg ist auch ein Keramikgrill. Es gibt verschiedene Keramikgrillhersteller. Wir sind halt Monolith. Und ich sag mal, es ist vom Prinzip her erstmal das gleiche System. Ist das gleiche Prinzip? Es ist Holzkohle, es ist die Eigenschaften Keramikgrill, sprich die Hitzespeicherung, Feuchtigkeitsspeicher. Es ist dann eher eine Geschmackssache. Ja, also grundsätzlich wollen wir natürlich jetzt nichts irgendwo vergleichen. Das wäre auch nicht seriös. Wir können aber gerne unsere Features aufzeigen. Was, genau. Was wir zum Beispiel beim Monolith haben, ist ganz toll auch, das kann man hier sehen. Kannst du mal mit der Kamera mal kommen. Wir haben hier zum Beispiel eine Öffnung, durch die wir im Betrieb ganz einfach auch Holzpellets oder Holzchips zum Räuchern einfügen können. Das ist, ich zeige das mal hier. Oder muss man von da aus ran? Mach du mal, Kevin. Ja. Also ich zeige mal hier einmal auf die, das ist unsere sogenannte Räucherschiene, ist eines der Features von Monolith. Wir haben hier ein Fach, in dem ich Holzpellets oder Woodchips einlegen kann. Und dann, wolltest du machen? Ja, perfekt. Hoppla. Genau, ne? Also so hier Holzpellets. Und es kann dann über die Öffnung im Keramikgrill direkt hier rein. Und jetzt siehst du, wenn du einmal von oben drauf schaust, so, ich kann das jetzt direkt so in die Glut fallen lassen. Was ist der Vorteil daran? Der Vorteil daran ist, ich kann halt ganz genau steuern, wann und wie viel Rauch ich haben möchte. Und ich stehe beim ganzen Aufbau nicht schon im Rauch. Also wenn ich vorher in die Holzkohle mir Chunks oder Pellets reinlegen muss, ist halt sofort Rauch da. Genau, er ist sofort da, er ist nicht zu steuern. Genau. Und ich habe ja im Keramikgrill auch eigentlich in den meisten Fällen nicht die ganze Kohle immer in voller Glut. Sondern dadurch, dass ich wenig Glut brauche, um warm zu halten, habe ich immer nur so ein bisschen am Brennen. Gerade bei Low and Slow Barbecue. Und wenn ich jetzt halt die Holzchips oder Pellets oder Stücke nicht da habe, wo die Glut gerade brennt, da habe ich auch wenig Rauch. Ja. Und so kann ich halt wirklich schön dosieren, wo habe ich wann den Rauch. Und dazu muss man auch sagen, ich sage immer, Rauch ist wie ein Gewürz, ist wie eine Zutat. Das sollte man schon ein bisschen steuern, weil wenn es zu viel wird, dann ist es auch nicht mehr richtig lecker. Genau. Also das ist eins der Features. Zusätzlich zeichnet uns auch noch aus, dass wir halt mit hochwertigen Materialien arbeiten. Wir haben Edelstahlbänder an unseren Keramikgrills. Wir haben Wok-Einsätze. Wir haben Planchas, die auch heute beim Icon in Einsatz kommt, sprich
ja, große Feuerplatten, auf denen ich arbeiten kann. Ja, Rotisserie, du hast gesagt, sieben oder neun Spieße, je nachdem, welche Größe der Grill hat. Das Marktgrillsystem ist auch hervorzuheben. Und dazu kommt auch, dass wir auch bei einigen Modellen eine Regelung anschließen können, den Barbecue Guru. Das ist eine Steuerung, die einen Lüfter ansteuert, mit dem ich den Grill wirklich gradgenau steuern kann. Das geht sogar dann per Smartphone-App oder per PC. Das heißt, ich kann den Grill komplett fernbedienen, wenn ich möchte. Und das ohne viel, viel Adapter anschließen und so weiter. Da kann man einfach an der Seite den Lüfter anstöpseln und fertig. Das sind so die großen Features vom Monolith. Genau. Ja. Kann man Fisch räuchern? Kann man Fisch räuchern? Natürlich kann man Fisch räuchern. Eine Frage, die oft kommt, ist auch, kann ich zum Beispiel, wenn ich gleichzeitig Fisch und Fleisch drauf habe, geht das? Viele haben Angst, dass der Fischgeschmack auf das Fleisch übergeht. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Man kann wunderbar Fisch räuchern, man kann kalt räuchern, bei niedriger Temperatur oder nur mit einer Räucherspirale oder auch bei hoher Temperatur. Man kann wunderbar auf Holzplanken arbeiten. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr Fisch räuchert. Ich nehme ganz gerne eine Kartoffel oder eine Orange, Zitrone und schneide unten, ich mache mal eben hier ein Muster, schneide hier unten etwas ab, dass es gerade aufliegt. So, nehme den Fisch, würze ihn halt schön und stülpe ihn mit dem Bauch über die Kartoffel, Orange, Zitrone, wie auch immer und lege es dann am besten mit einem Schieber, habe ich auch hier irgendwo. Habe ich gleich irgendwo. Gut, ist live. Auf den Grill. Und der Vorteil dabei ist, wenn ich die Fische so räuchere oder gare, dann passen erstmal mehr auf den Grill drauf, weil sie hochkant stehen. Ich habe viel mehr Platz. Und dazu kommt auch, dass weniger auf dem Rost festkleben kann, das gleichmäßiger gart. Und ich kann das Ganze auch einfach dann, so wie es da steht, auf dem Teller servieren. Ist für Fisch eine tolle Idee. Und räuchern geht natürlich. Gibt es viele Methoden. Am besten einfach mal auf YouTube gucken oder sowas. Da gibt es ganz tolle Ideen und Vorschläge. Ja, super. Ich finde das schön, dass ihr so viele Fragen stellt. Ja, mehr gerne, davon weiter. Gerne. Ja, also immer fleißig Fragen stellen. Dafür sind wir da und genau. Gut. Wenn Fragen zum Smart Grid System sind, nur zu. Ja. Hast du schon gemessen? Ich messe mal. Ich musste vorhin kurz lachen. Ja. Und zwar hat Grillfürst jetzt ein Steakmesser im Angebot. Gut, Wortwitz. Aber der Kevin misst mal eben. Ja, ich glaube, es war von den Tropfschalen, richtig? Genau. Die Tropfschalen gibt es natürlich auch für den Classic, wo sie dann kleiner sind. Also das hier hat jetzt 45. Die passen bestimmt auch in andere Grills rein, ob sie jetzt grün sind oder wie auch immer. Also wenn ihr sowas braucht für euren Grill, Tropfschalen, um aufzufangen, einfach mal messen, das passt dann. Gut. Ja, bevor wir jetzt losgrillen, kommt gleich noch einmal der Einspieler mit dem Angebot und dann geht's in Action. Warte mal. So. Gut, wie vorhin schon gesagt, wir haben auch den kleinen Icon dabei. Also einmal die Mini-Version und da ist die Mutter aller Monolithen. Und der kleine ist halt ein toller Tischgrill. Ich werde mal anfeuern. Das Schöne ist halt auch mit der Holzkohle, die brennt sehr schnell durch. Das heißt, der ist ruckzuck grillbereit. Also 15, 20 Minuten, dann seid ihr soweit und könnt fertig grillen. Ich habe hier jetzt reine Holzkohle drin. Das ist wichtig. Im Keramikgrill nimmt man eigentlich keine Briketts. Weil Briketts immer Stärke, Bindemittel, Füllstoffe und so weiter drin haben. Bis auf wenige ganz hochwertige Ausnahmen haben die meisten halt Sachen drin, die nicht rein müssen eigentlich, die ich nicht haben will. Und dadurch haben diese Briketts viel Asche. Und diese Asche, die bleibt halt beim Verbrennen über und behindert dann den Luftzug. Erstickt quasi die Glut von selber und dann komme ich nicht auf lange Garzeiten und habe viel Rückstände. Das wollen wir nicht. Wenn wir gute Holzkohle haben mit einem hohen Kohlenstoffanteil, dann haben wir halt sehr saubere Verbrennung und sehr, sehr wenig Rückstände, wenig Asche. Und die Asche muss ich auch nicht bei jedem Mal unbedingt entfernen, sondern da kann man ruhig nach 3-4 Mal grillen, mal in die Asche leer machen.
Das kann man einfach mit einer Schaufel machen, die ist auch mitgeliefert. Haben wir die irgendwo hier? Ja, tatsächlich. Zeig doch mal. Oder wenn ihr wirklich viel grillt, holt euch einen Aschestaubsauger oder sowas. Das ist dann ganz einfach. Der Kevin zeigt das mal. Genau. Also die Schaufel auch, die ist im Lieferumfang immer mit enthalten. Unten haben wir so eine kleine Auffangschale und ich kann hier einfach mit der Schaufel reingehen und habe das Thema Asche dann quasi erledigt. Also von der Reinigung her eine sehr schöne Geschichte. Schaufel rein und wieder raus. Und wie gesagt, so viel, wie Markus da gerade sagt, so viel Asche ist da gar nicht drin. Man kann tatsächlich mehrere Male grillen, bevor man da mal ran muss. Also gute Holzkohle ist gleich wenig Asche bei sauberer Verbrennung. Genau. Jetzt kommen wir zur Verbrennung. Wie starte ich den Grill? Natürlich wisst ihr alle, Flüssiganzünder und sowas, das ist immer Murks, das ist Chemie im Spiel. Das wollen wir nicht. Ideal für sowas ist immer so ein Ökoanzünder, halt diese Holzwolle mit Wachs. Ja. Oder wenn ihr Strom am Grillplatz habt, dann nehmt ihr sowas, das ist der Monoleiter. Das ist ein elektrischer Anzünder mit einem Heizgebläse. Zeig mal kurz, schalte ihn an und nach ein paar Sekunden fängt er vorne an zu glühen. Sind wir schon soweit? Ja. Ja, da glüht schon. Den halte ich einfach in die Kohle und nach, ich sag mal, 10 Sekunden ungefähr sieht man schon, dass da vorne was glüht gleich. Das geht ruckzuck. So, mal schauen. Ja, also ich habe das immer wieder mal, dass viele irgendwie der Meinung sind, es würde so lange dauern, einen Holzkohlegrill anzuzünden. Ich sage mal, das ist so ein bisschen aus der Geschichte vielleicht. Aber mit einem Monoleiter ist das wirklich, ich sag mal, 1 bis 2 Minuten hast du halt dein Glutnest. Man sieht schon hier die Funken fliegen. Genau, es geht schon los. So, und sobald man sieht, dass hier vorne was glüht, so wie jetzt, dann kann ich den Abstand vergrößern. Weil wenn ich ihn jetzt drinnen lassen würde, dann mache ich ein Glutnest und glühe mir den Anzünder quasi vorne aus. Das ist natürlich dann auf Kosten der Haltbarkeit, das wollen wir nicht. Also Abstand ein bisschen vergrößern. Und wenn du jetzt mal von hier aus schaust, siehst du, wie viel Glut wir schon haben. So, und das geht jetzt ganz fix, dass wir ein richtig fettes Glutnest haben. Ich sag mal so 15 Sekunden vielleicht noch. So, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es richtig losgeht. So, und das reicht schon vollkommen für den Start aus. Ich mache jetzt aus. Vorsicht, das ist natürlich heiß, also aufpassen, nicht anfassen oder irgendwie auf Holz legen oder sowas. Ich lege es mal zu Kevin, der kann das. Und ja, mach den Deckel zu, mach die Zuluft und die Abluft auf. Hab den Kamineffekt und die Kohle ist ruckzuck fertig. Das ist das Schöne daran. Den kleinen Icon haben wir erst später im Einsatz. Erstmal haben wir hier den Le Chef. Und den haben wir uns vorbereitet auf indirektes Grillen. Ich habe drin eine Deflektorplatte, oben drüber einen normalen Rost und rechts etwas tiefer den Gussrost. Und auf dem Gussrost werden wir Steaks angrillen, dann rüberlegen, schön fertig ziehen lassen und machen währenddessen noch ein paar Beilagen. Gut, ihr seht auch hier das Glutnest. Ich gebe euch etwas mehr Luft, dass es auf Temperatur kommt. Ich möchte so 200 Grad haben. So. Also Deckel etwas weiter auf. Hier auch mehr Luft. Und wenn du hier mal schaust mit der Kamera, das Deckelventil hat 2 Funktionen. Einmal kann ich hier fein regulieren. Und wenn ich Low and Slow Barbecue mache, so 110, 120 Grad für Pulled Pork, Ribs, Beef Brisket und sowas, dann mache ich ganz einfach die Luft, also sobald ich die Temperatur erreicht habe, die Luft unten fast ganz zu, nur einen kleinen Spalt und oben auch einen kleinen Spalt. Und dieser kleine Spalt, das bisschen Luft reicht voll und ganz aus und ich kann dann mit einer Ladung Kohle im Geschäft, was ist drin, 4 Kilo? 3 Kilo. 3, 4 Kilo kann ich locker 30 Stunden Low and Slow Barbecue machen. Oder halt entsprechend... Und das Schöne ist konstant. Konstant, ja. Konstant. Oder halt 7-8 Stunden bei 150, 180 Grad grillen oder mehrfach halt. Oder auch einige Stunden richtig heiß, 350 Grad für Pizza und Flammkuchen und sonstige Sachen.
Also ich muss in der Regel bei einem Keramikgrill nie Holzkohle während des Grillens nachlegen, weil es reicht für alle möglichen Rezepte, sage ich mal, immer aus. Klar, bei Pizza 350, 400 Grad geht natürlich wesentlich mehr durch, aber wer grillt 30 Stunden eine Pizza? So, da bin ich bei einer Stunde bin ich fertig, ja, mit absolut. Meinen Pizzen. So, von daher muss ich nie im laufenden Betrieb eigentlich Holzkohle nachlegen. Das mache ich immer vor dem Grill. Genau, also ruhig reichlich Kohle rein und die muss dann nie komplett brennen, außer wenn ich wirklich sehr heiß was grillen möchte. Genau. Wenn ich aber direkt grille, wirklich, wenn ich weiß, ich möchte direkt grillen, dann mache ich vielleicht eher ein bisschen weniger Kohle in den Grill und lasse die halt ein bisschen heißer brennen. Das ist besser, als wenn ich halt viel Kohle habe und habe zu wenig brennen fürs direkte Grillen. Aber für indirekt und low and slow könnt ihr ruhig voll machen das Ding, ja, und immer nur einen Teil von der Kohle brennen haben. Wenn ihr euch wirklich mal verschätzt habt, dann könnt ihr immer noch ganz schnell mit dem SGS-Hebesystem Fulzen holen. Das ist auch schön, wenn der Grill auf ist, weil wir haben hier irgendwie um 0 Grad und können mal ein bisschen aufwärmen. Können wir hier ganz einfach einhängen und das ganze System hochheben und könnten dann an die Kohle ran. Ist ganz easy. So. Gut. Ja, jetzt wartet ihr bestimmt auf die schönen Steaks. Ich habe hier wirklich zauberschöne Ribeye Steaks, dry aged. Die sind vom Alexander von Simple Beef. Der ist hier der Hoflieferant von Grillfürst und hat wirklich eine fantastische Ware. Bei dem habe ich die bestellt und er hat sich selbst übertroffen. Und ja, die Steaks werden gegrillt, also scharf angegrillt auf dem Gussrost für die Röstaromen. Und danach lege ich sie auf indirekte Hitze. Und dann kommt mein Favorit, wo ich schon seit 15 Jahren halt am liebsten meine Steaks mache. Wie? Meine ich. Ich lege danach ein, zwei Großmarinen drauf und etwas Lardo. Lardo ist ganz, ganz dünner italienischer Schweinespeck. Der ist gesalzen und kommt in eine Form und reift dann, ich glaube, fast ein Jahr lang. Ist geschmacklich sehr fein, schmilzt dann quasi über den Rosmarin, über das Fleisch, sorgt für einen ganz tollen Schmelz, für eine schöne Textur und tolles Aroma. Mm. Und das ist halt wirklich ganz toll für ein Steak. Den gibt es halt im italienischen Supermarkt, im guten, normalen Supermarkt, im Großhandel. Wenn ihr ihn nicht findet, könnt ihr zur Not auch Pancetta nehmen oder Bacon tut es auch. Ich will jetzt nicht über Bacon meckern. Ne? Also kann man machen, aber Tipp, Lardo besorgen, das ist richtig gut. So, die Steaks sind nicht bei Zimmertemperatur, oder doch, sind bei Zimmertemperatur, das Zimmer ist halt kalt. Ja. Die kommen jetzt mal ganz einfach auf den Gussrost. So. So. Willst du nochmal nah ran? Gut, dann der Gussrost auf Temperatur. Und das ist mein Lieblingsgeräusch, das habe ich als Weckton auf dem Handy. So, die werden jetzt scharf angegrillt. Ich mache dabei den Deckel zu. Lass es schön anrösten, ja, um mal halt die Röstaromen zu erzeugen. Weil Röstaromen machen das Grillen ja erst lecker. Ich könnte ein Steak ja auch kochen oder backen oder dünsten, aber erst mit Röstaromen, da passt das wirklich. Und boah, ich riech's schon. Das riecht schon richtig gut. Also, die rösten wir jetzt an. Ihr seht schön die Glut. Steaks rösten an. Ich habe sie auf den Gussrost gelegt. Wir werden gleich einmal drehen um 90 Grad, um halt dieses Überkreuz-Branding zu schaffen. Röstaromen ist halt, ich kann einmal das Branding machen. Das sieht immer schön aus auf dem Steak. Und ich mache es gerne überkreuz, weil dann habe ich diese Branding-Streifen noch mal schön verdoppelt quasi. Ansonsten mache ich das gerne auch so, dass ich das Steak einfach flippe, also andauernd wende, immer wieder und halt rundum eine schöne Kruste habe. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Meine Methode ist halt einfach scharf angrillen, irgendwie die Röstaromen machen und dann rüberlegen und langsam weiterziehen. Hast du mal einen Drippen für mich, Kevin? So, jetzt nehme ich währenddessen mal eben den einen Rost raus. Setze unten eine Drip Pan ein und in der Drip Pan werden wir gleich noch ein bisschen
Gemüsegarn. Ich habe Brokkoli vorbereitet, der ist blanchiert. Das kommt ein bisschen Chili, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und das garen wir quasi unter dem Steak und lassen schön den Fleischsaft und den Lardo von dem Steak in das Gemüse tropfen. Ist ja nicht mehr ganz vegetarisch, sorry, aber lecker. Kleiner Tipp dazu von mir. Der klebt noch ein bisschen, warten wir noch kurz. Generell, wenn ihr im Monolith oder auch in eurem Smoker oder eurer Kugel, wie auch immer, Barbecue macht, wenn ihr was indirekt gart, da kann man immer super eine Tropfschale runterstellen. Und zwar beim Pulled Pork zum Beispiel stelle ich eine Tropfschale, eine Auflaufform oder wie auch immer, mit Barbecue Beans unten drunter. Lass sie schön mitsmoken, der Fleischsaft tropft da rein, gibt dem Ganzen mehr Geschmack und ich muss weniger Grill putzen. Win-Win-Situation. Könnt ihr auch beim Krustenbraten machen. Wenn ihr einen Krustenbraten grillt, unten drunter eine schöne Auflaufform mit Sauerkraut oder sowas. So kann man wunderbar das Ganze entsprechend nutzen. So, jetzt. Ich schau mal gerade, wie viel Grad wir in dem Icon haben. Na, also da sind wir auch schon bei 180 Grad. Da sieht man mal, wie schnell das geht. Sorry, Marco. Ja. 180 Grad auch jetzt schon. Und obwohl wir es wirklich, wirklich kalt draußen haben. Ja. Wobei die ganze Keramik natürlich noch durchwärmen muss. Das heißt, wir haben 180 Grad heiße Luft gerade innen drin. Aber die ganze Masse muss noch ein paar Minuten durchwärmen. Und dann regeln wir das Ganze runter und machen weiter. So. Hier auch. So, warten wir noch kurz. Ihr seht auch, da flammt gar nicht viel auf und verbrennt oder sowas. Gerade wenn der Deckel zu ist, ist ja auch ein großer Vorteil, dass der Sauerstoffgehalt im Grill einfach runtergeht. Wird quasi durch die Kohle aufgebraucht und dadurch habe ich ganz wenig offenes Feuer. Es ist eigentlich sogar recht schwer, am Keramikgrill was zu verbrennen, muss ich sagen. Ja, klar. Und was wir auch hier sehen, wir haben einen Grill angezündet, wir haben einen, wo wir gerade Steaks drauf haben und man sieht gar keinen Rauch. Genau, es quasi nicht die ganze Bude voll. Genau. Und das ist immer wieder ein Thema, wenn ich davon spreche, dass wir einen Holzkohlegrill haben, das raucht so, das qualmt, wenn der Nachbargrill kommt, alles rüber. Das ist dann aber tatsächlich entweder Briketts oder halt, wenn man mit Spiritus oder so arbeitet. Ne? So, da halt mal rauf jetzt. Sieht das gut aus? Sieht gut aus. Guck, jetzt haben wir hier ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili. Das habe ich immer so ein bisschen vorgemischt, ganz gerne. Und brutzeln jetzt weiter. Also was ich gerade sagte, ist wirklich schwer, was drauf zu verbrennen, weil es eine sehr, sehr harmonische Wärme ist. Natürlich muss man seinen Grill kennenlernen. Ich sage immer, das Ganze ist Learning by Burning. Ich muss Feuer machen und halt meine Erfahrungen mit dem Grill sammeln und werde euch immer besser und immer sicherer und weiß mein Equipment entsprechend zu handeln. Darum ruhig mal öfter einfach Feuer machen, gucken, was passiert. So. So, jetzt schnell wieder zu. Jetzt regle ich hier schon wieder ein bisschen runter. Und dann haben wir noch einen Punkt, der gerade beim Keramikgrill wichtig ist. Wenn der Grill heiß ist und ich regle die Temperatur etwas runter, dann ist es ja so, dass innen drin die Kohle immer noch sehr warm ist und halt dementsprechend auch brennbare Gase erzeugt, die halt die Glut erzeugen. Wenn man dann den Deckel ruckartig aufmacht, dann kann man einen kleinen Backdraft, einen kleinen Feuerball erzeugen. Die Jungs von der Feuerwehr kennen das, wenn es irgendwo brennt und das Feuer ist in einem Raum und die treten dann die Tür ein oder öffnen die Tür oder ein Fenster, kommt Sauerstoff ran, dann gibt es einen riesen Feuerball. Das gibt es hier auch in klein. Wenn ich jetzt aufreißen würde, dann könnte es sein, dass die Gase sich entzünden und dann könnte eine kleine Flamme kommen. Darum ist es wichtig, beim Keramikgrill immer vorm Öffnen, gerade bei hoher Temperatur, mal kurz zu lüften. Einfach kurz anheben, einmal pumpen und dann ist gut. So, jetzt lege ich die beiden hier rüber. Indirekte Hitze. Und nun kommt der Rosmarin und der Lardo ins Spiel. So. Das Schöne ist jetzt auch wieder beim SGS, können wir gleich schön sehen. Jetzt kommst du ja nicht gerade wirklich gut an die Tropfschale so dran. Mhm. Und so wie das Rost auf dem Ring liegt, kann man das Rost auch einfach mal rüberdrehen auf die andere Seite, ohne es ganz rausnehmen zu müssen. So, den Lardo oben drauf. Das sieht sensationell aus, Marco. Wart's ab.
nachher bist du den Lado fast nicht mehr finden. Der schmilzt weg. Genau. Gibt sein Aroma ab. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Textur und es duftet auf jeden Fall Geschmacksexplosion. So. Gut, Deckel wieder zu. Das kann weg. Jetzt kommen wir hier zu unserem Brokkoli. Wie gesagt, schon mal blanchiert im Salzwasser. Dazu kommt jetzt ein bisschen Chili. So. Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl. Ich hoffe, das läuft noch und ja, geht gerade noch. Und etwas Knoblauch. So, gerade mal durchmischen. Das kommt gleich dazu. Und dann habe ich hier Fladenbrot. Das ist ein ganz einfacher Hefeteig. Da könnt ihr auch einen Pizzateig nehmen oder sowas. Und habe den ein bisschen gehen lassen, so gut wie es hier gerade draußen ging. Und ja, ziehe etwas auseinander. Den Rand könnt ihr ruhig ein bisschen dicker lassen. Ist fast wie bei Pizza, sag ich mal. Den anderen auch. So, das kommt gleich auf den Grill. Und dazu brauche ich etwas geschmolzene Butter. Die schmelze ich mal eben hier. Ja. Da haben wir richtig Glut. Gut. So, den kann ich schon runterregeln hier, weil die Glut, die reicht wirklich alle mal aus. So. Stell ich mal kurz da hin. Ja, Kevin, drehst du mal den Rost dann? Ja, einmal im Schuh. Es wird auch ein Rostheber mitgeliefert sogar. Ja, genau, das ist, wenn ich es ganz entnehmen möchte. Damit könnt ihr auch den ganzen Rost einfach entnehmen, auch sicher. Und ohne euch die Finger zu verbrennen. Ist auch immer mit dabei. Gut, jetzt hier das Gemüse unten rein, den Knoblauch dazu, schön anbrutzeln. So, und drehst du wieder und machst zu? Ja. Danke. So. Ja, kurz warten. Ja. Gut, ihr seht wirklich, das ist sehr komfortabel und bequem. Da verbrennt nichts, ich habe keinen großen Qualm und Gestank. Also das macht richtig Spaß. Und guck dir das Steak an. Jetzt hier unser Brotteig. Der Pinsel. Ich pinsel ganz dünn mit Butter ein. Man kann auch geklärte Butter nehmen, wenn man Naanbrot macht zum Beispiel. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen anderes Öl nehmen. So, und ab auf den Rost und obendrauf auch noch mal ein bisschen Butter. So, das auch schnell noch ein bisschen würzen und den Deckel wieder kurz zumachen. Da ist die Zange. So, wie sieht das aus? Haben wir denn noch eine Frage zwischendurch? Wir können was zur Temperatur, ja, was wir gerade drauf haben. Was sagt das Deckelthermometer, Marco? Wir sind so Richtung 180, 200 Grad. Das ist so die Temperatur, die ich meistens beim direkten, indirekten Grillen habe. Und zwar halt die Temperatur im Grill. Die muss ich ja unterscheiden von der, die, hoppla, die am Rost anliegt. Natürlich, wenn ihr mal schaut hier auf dem Rost, habe ich viel mehr Temperatur, weil da ja direkt die Glut unten drunter ist und ich die Strahlungshitze im Spiel habe. Also immer unterscheiden zwischen Temperatur am Rost
und dem, was das Thermometer anzeigt. Beim indirekten Grillen ist natürlich hier drinnen überall eine sehr gleichmäßige Temperatur, weil ich halt beide Platten drin habe zum Beispiel. Ansonsten ist es aber so, dass ich natürlich über dem Rost, gerade wenn ich nah dran bin, eine ganz andere Hitze habe. Da ist auch wieder das Thema GU interessant für die, die wirklich ganz genau wissen möchten, welche Temperatur ist denn neben meinem Steak. Da kann ich nämlich mit dem Garraumfühler genau messen, wie viel Temperatur ich neben dem Steak habe. Das weicht sicherlich immer ein bisschen ab von dem Deckelthermometer. Aber ist eine tolle Sache, wenn man es wirklich genau haben möchte. So, das andere auch noch mal ein bisschen würzen hier. Und wenn ihr das mal sehen wollt, das sieht schon ganz brauchbar aus. Wir rösten noch ein bisschen weiter an. Da kommt noch ein bisschen mehr Butter ran. Und dann wird das Ganze auch indirekt gelegt und wir garen alles mit geschlossenem Deckel weiter. So, mal gucken. Das Steak dauert noch einen Moment. So, ich lege mal hier oben jetzt. Da klemmt. Die Rosterhöhung auf. So. Das dahin. Hier nochmal einmal drehen das Ganze. Und Deckel zu. Gut. Schnell ein bisschen sauber machen. Dann geht's weiter. Gibt's noch Fragen? Wenn nicht, warum nicht? Nein, fragt einfach, fragt. Lasst euch was einfallen, löchert uns. Genau. Also es gibt keine dummen Fragen, außer die von Kevin eigentlich. Aber der darf heute nicht fragen, von daher. So. Bitteschön. Hast du da mal ein Tablett für mich? Hast du mal die Grillplatte für mich? So, also Reibekuchen oder auch sonst Frühstück, Bacon, Würstchen, Pancakes, Spiegelei, Rührei. Kann man natürlich alles wunderbar machen, wenn man diese Platte hat. Die kann ich einfach statt im Rost einlegen und auch direkt, indirekt damit grillen und so weiter. Und die speichert halt richtig Hitze. Das ist massives Gusseisen. Was wiegt die? 5 Kilo? 5, 6 Kilo bestimmt. Und ja, wenn die einmal heiß ist, gibt es das wunderbar ab für tolle Röstaromen. Und es ist gleichzeitig leicht zu reinigen, wenn es einmal beschichtet ist. Eingebrannt meine ich mit der Patina. Die kommt vor eingebrannt natürlich, aber die wird bei jeder Benutzung besser. Als Gusseisen immer oft benutzen. Möglichst nicht mit irgendwie Spüli oder sowas reinigen. Und dann wird die bei jeder Benutzung besser und kriegt einen richtigen schönen Anti-Haft-Effekt. Gut. Ja. Für wie viele Personen ist der Le Chef geeignet? Das ist eine gute Frage. Für wie viele Personen ist der Le Chef geeignet? Das kommt ja auch immer aufs Menü an, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich kann auf einem kleinen Icon locker, je nachdem, was ich da drauf habe, auch für sehr viele grillen. Und ich kann auf einem Le Chef auch für sehr wenig grillen. Natürlich bekomme ich hier mehr Masse rein, wenn ich zum Beispiel Pulled Pork machen möchte, kriege ich hier ja bis zu 10 Nacken gleichzeitig rein auf 3 Ebenen. Sogar mehr als 10, da geht noch einiges mehr. Ja, genau, je nachdem, wie du es halt auch drauflegst und so weiter. Die Frage ist nicht so richtig klar zu beantworten, weil ich würde nicht sagen, dass der ist für 2 Leute, weil auch da kriegst du mit einer Erhöhung 2 Nacken rein. Das ja, ist für wie viele? Feuerplatte zum Beispiel kannst du natürlich auch dann, ich zeige mir gleich noch die Feuerplatte, genau. Kann man auch dann schon mal 10, 12, 15 Leute mehr grillen. Ja. Es kommt immer aufs Menü an natürlich. Wenn ich halt so ein bisschen Fine Dining mache, mit viel Kleinkram, Fingerfood, einzelne Teile und sowas, dann komme ich halt für weniger Personen hin. Wenn ich aber Barbecue mache, halt so Pulled Pork und Brisket und Bacon Bomb und so weiter, dann kriege ich da auch locker mal 60, 80 Leute mit Einladung. Also das ist alles zu schaffen. Der Tipp dafür ist sogar noch beim Barbecue, wenn ihr jetzt zum Beispiel Pulled Pork macht für eine riesen Fete,
wenn das Pulled Pork fertig ist, holt es vom Grill runter, einfach in der Kühlbox warm halten und dann könnt ihr währenddessen schon mal die Vorspeisen für die Party machen. Was weiß ich, Moinkballs oder Würstchen oder alles Mögliche. Also das ist eigentlich sehr vielseitig und wie ich vorhin schon sagte, man muss seinen Grill einfach kennenlernen. Learning by learning. Apropos kennenlernen, ich möchte gerne das Steak kennenlernen. ich check mal eben den Gargrad, mess mal die Kerntemperatur. So, da sind wir bei 44 Grad. Ich möchte so Richtung 52, 53 vielleicht. Also da legen wir Gutes im Programm. So, natürlich hätte ich jetzt auch gleichzeitig 5, 6, 8, 10 Steaks grillen können. Und da auch als kleinen Tipp für euch. Man kann die Steaks schön angrillen und legt sie einfach beiseite auf ein Blech oder Schneidebrett, grillt sie eins nach dem anderen an. Wenn alle fertig sind, legt man sie wieder rein auf indirekte Hitze, macht den Deckel zu und erst dann fangen sie alle an weiter zu garen. Das heißt, so kann ich ohne Probleme auch für 20 Leute jede Menge Steaks auf den Punkt abliefern. Ja. Man muss sie nicht in Schwätz machen, alle einzeln angrillen, rüberlegen und so, weil dann kriege ich da einen Versatz rein und dann ist halt unterschiedliche Garzeit. Einfach alles anbrutzeln, beiseite legen, das tut denen nichts. Gut, im Sommer vielleicht zumindest abdecken oder sowas, aber das tut denen in kurzer Zeit nichts. Und dann wieder reinlegen, den Deckel zu und schön die Grill die Arbeit machen lassen. Welches Thermometer habt ihr eben benutzt? Das Thermometer ist ein Einstichthermometer von Thermapen. Habt ihr das bei euch im Shop? ich sag mal, das Ding ist, viele kennen sicherlich auch diese Thermometer mit Fühler, die ich außen an den Grill stelle, wo der Fühler durch den Deckel quasi ins Fleisch reingeht, was von außen ablesen kann. Gibt es auch mit Funk schon, mit Funkempfänger und so weiter oder direkt mit Bluetooth, aufs Handy, alles Mögliche. Sowas ist immer schön, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Braten drauf habe, der lange Zeit drauf liegt. Dann kann ich halt das wunderbar beobachten. Aber gerade wenn ich viel Kleinkram grille, zum Beispiel Steaks und so weiter, dann ist sowas praktisch, wo ich halt einen Fühler habe, der in kurzer Zeit, in 2-3 Sekunden, mir ein Messergebnis anzeigt und nur eine dünne Spitze hat. Damit mache ich nur einen kleinen Pixer. Ich verliere vielleicht einen Tropfen Fleischsaft, aber habe das Garergebnis auf dem Punkt. Und das ist einfach viel mehr wert als dieser kleine Tropfen Fleischsaft. Da gibt es verschiedene Anbieter. Das ist somit die Referenz. Das ist der Thermapen. Ist sehr gut. Da müsst ihr euch mal bei Grillfürst durchs Programm klicken. Da gibt es wirklich reichlich Auswahl. So. Mal gucken, was das Steak hier sagt. So, da sind wir schon bei 51,5 Grad. Ich würde sagen, noch eine Minute und dann holen wir die runter. Ich freue mich. Ja, war klar. Da musst du auch nichts tun. So, ja, hier ist die Kohle jetzt schon durchgeglüht und wenn man mal fühlt, die Keramik auch schon warm. Auch noch ein wichtiger Punkt. Beim Keramikgrill ist es halt so, die Keramik wird warm und macht dann halt ihren, wie ich vorhin sagte, Römertopfeffekt. Wenn ich so einen Keramikgrill bei 200 Grad habe, dann kann ich ihn ruhig anfassen. Ne? Wenn ich einen Blechgrill, eine Kugel bei 200 Grad habe, dann fasse ich an und habe eine riesen Brandblase. Das heißt, die Keramik, die gibt diese Hitze nach außen halt sehr schwach wieder. Das ist auch ein Sicherheitsaspekt. Wenn ihr Kinder habt oder einen großen Hund oder sowas, so einen Keramikgrill, den schmeißt du nicht mal eben um. Und wenn du ihn anfasst, dann merkst du halt, oh, das ist heiß. Ich lasse mal lieber los, aber ich habe mich nicht verletzt. Also auch eine wichtige Sache. So, die nächste wichtige Sache ist fertig. Das erste Steak. Das andere braucht, glaube ich, noch einen kleinen Moment. Und ja, wir drehen mal eben. Drehst du mal wieder, Kevin? Ja. Gerne. Ich glaube, ich lasse die Handschuhe auch einfach an. Du bist auch ein Mädchen. So. So, ich hole mal eben den Brokkoli hier raus. Der ist wunderbar angeröstet. Das Ding ist ja, wenn man sowas auf dem Grill hat,
hat man die Röstaromen und den Rauch und so weiter auch am Gemüse. Und dann noch unter dem Fleisch gegart, mit dem Fett, was runtertropft. Das ist geschmacklich eine ganz andere Welt, als wenn Brokkoli gekocht ist. Es hat mehr Biss, hat Röstaromen, Rauch, also kann man nur empfehlen. So. Holst du den dann mal raus, Kevin? Ja, genau. So, einmal das. So, das Brot. Ich messe nochmal hier, wie es aussieht. Auch hier von der Seite einfach reinpieksen, messen. Ja, guck, 46 Grad, braucht noch kurz. Natürlich kann ich auch mit der Druckmethode fühlen, wie weit ist das Steak. Mache ich zu Hause in der Regel auch, aber wenn es wirklich auf dem Punkt sein soll, ist ein Thermometer sehr hilfreich. Und gerade auch für einen Anfänger ist es hilfreich, weil ich benutze es, ich kriege sofort Feedback über die Anzeige und auch über die Textur vom Fleisch, wie ist der Widerstand und so weiter. Und ich lerne dadurch einfach und werde immer sicherer und kann irgendwann sagen, so, das Steak sieht schon gut aus, jetzt pick ich es mal rein, schau, wie es ist. Gerade wenn ich auch ein gutes Steak mache, ja, will ich natürlich auch, dass es perfekt vom Grill runterkommt. Ja. Gut, hast du einen Teller für mich? Ja, gerne. So, wollen wir mal schauen hier. Der Lardo ist, wie gesagt, stark geschmolzen. Der Rosmarin hat jetzt seinen Zweck getan, der kann weg, weil darauf wollte er nicht rumkauen gleich. So, und dann schneiden wir mal eben an. So. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Dazu dann das leckere frische Brot. Und etwas Gemüse. So, eine Prise Salz. Und fertig. Ruckzuck gegrillt und richtig lecker. Das könnt ihr auch. Kannst du auch, Kevin, ne? Vor allem essen. Gut. Ich würde sagen, das andere Steak holen wir jetzt auch mal runter. Und das Ganze geben wir dann backstage ans Team. Die können sich darüber freuen. Oder uns was liegen lassen für nachher, wenn ihr wollt. Und ja, wir grillen weiter hier. Was machen wir denn als nächstes? Als nächstes kommt die Rotisserie zum Einsatz. Ich würde das einmal nach hinten geben wollen. Ja. Gut. Abwischen. Kannst du gleich mal eben die Drittpanne auswischen? Ah, nee, was brauchen wir gar nicht. Alles gut. Mhm. Brauchen wir gar nicht. Ja, Drehspießgrillen ist eine meiner Leidenschaften. Ich bin echt ein Spießer. Das Ding ist einfach am Spieß. Wenn ich Fleisch am Spieß grille, dann ist es immer noch besser, als wenn es ganz normal indirekt gegrillt ist. Und zwar ganz einfach darum, indirektes Grillen ist schon toll, ne? Schonend und gleichmäßige Hitze, toller Gargrad, aber es tropft immer noch was runter und das ist einfach auch purer Geschmack. Am Spieß ist es so, dass halt der Fleischsaft in der Regel nicht runtertropft, sondern dran bleibt und Fleisch und Fett läuft am Spieß so mit. Das Wasser verdunstet dabei, also das Wasser aus dem Fleischsaft quasi, aber der Geschmack und alles andere konzentriert sich und bleibt über. Das ist wie wenn ich eine Soße einkoche und darum ist Spießgrillen am Ende vom Ergebnis mit den Röstaromen und dem Fleischsaft und so weiter immer richtig lecker und noch besser als normal gegrillt. Die Monolith Rotisserie, die holt der Kevin mal. Ich hole hier mal den Rost raus, dass wir die aufsetzen können.
So, warte noch kurz, Kevin. Ja, ich warte. So, ich drehe hier mal den Einsatz so, dass ich die Drip Pan, den Deflektor nach vorne habe. Jetzt kommt die Rotisserie hier rauf. Und das ist ein ganz schöner Edelstahlbrummer, made in Germany. Der passt genau hier drauf. Ihr seht, der ist hinten schmal, vorne hoch. Das ist darum, dass der Deckel hier wunderbar abschließt. So passt er rauf. Ich habe hier den Motor. Er wird geliefert mit einem Batteriemotor. Als Zubehör gibt es auch einen 230 Volt Motor. Und der Antrieb ist hier drin. Und dadurch kann ich halt einmal den Hauptspieß und noch 8 weitere beim Le Chef und 6 weitere beim Classic zusammendrehen. Ich habe die Spieße schon mal hier. Heute brauchen wir nicht alle. Und gegrillt wird am Spieß. Sowas habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das nennt sich Gemüse. Dann habe ich einen wunderschönen Duroc Schweinerücken. Und hier habe ich noch gar nicht reingeguckt. Das ist auch von Sippelbeef. Danke, Alexander. Einen schönen dry-aged Rinderrücken. Schönes Roastbeef am Stück. Das kommt alles auf den Spieß. Und dazu haben wir auch noch Kartoffeln, kleine Drillinge und Bacon. Kartoffeln habe ich vorgekocht. Und die werden einfach in Bacon gewickelt und aufgespießt. Haben wir Strom, Kevin? Ja, gut. Sollten wir haben. Ich zeige mal eben hier, wie das aussieht. Natürlich sind bei dem Hauptspieß auch so Klammern dabei. Die Fleischklammern, genau. Brauchen wir heute aber nicht. Aber die sind halt dafür da, um das Hähnchen oder den Braten halt ordentlich zu fixieren, dass nichts mitdreht. Den stecke ich einfach hier rein. Das ist die Aufnahme dafür. Und fertig. Und da hört es in der Regel auf. Beim Monolith aber haben wir noch einen Haufen weitere Spieße. Wie gesagt, bis zu 9. Heute machen wir 3. Das kann ich einfach hier daneben einstecken. Das war jetzt der falsche. Die haben natürlich verschiedene Längen, weil wir hier einen Kreis haben und dementsprechend verschiedene Spießlängen haben. Sind aber nummeriert. 2 zum Beispiel. Und so weiß ich genau, welcher Spieß wohin kommt. Und jetzt schalte ich mal an. Und ihr seht, wie sich alles dreht. Gut. Dann wollen wir die mal bestücken. Hast du mal das große Brett für mich, Kevin? Ja. So. Gut, dann brauchen wir ein großes Messer und schneiden mal hier das Fleisch in mundgerechte Stücke. Einfach mal große Würfel. Ist jetzt, weil es schneller geht. Ihr könnt natürlich auch ein großes Roastbeef oder einen großen Schweinebraten oder wie auch immer einfach im Ganzen aufspannen. Aber wir haben heute natürlich ein bisschen begrenzte Sendezeit. Sendezeit ist teuer. Und darum kommen die Stücke hier einfach so drauf. Die sind dann locker in einer Viertelstunde bis 20 Minuten fertig. Na komm. Natürlich aufpassen, dass ihr euch hier nicht verletzt.
Kann ich dir irgendwie helfen, Marco? Nicht wirklich. Kannst du mir einen Glühwein holen? Glühwein, ja, sehr gut. Na komm. So. Einmal das. Dann der Schweinerücken, der ist schon pariert. Den schneide ich auch einfach in ähnliche Würfel. So, und nehme den Spieß und stecke sie hier rauf. So, die kleinen Spieße sind natürlich nicht für irgendwie 5 Kilo gedacht, sondern für so 300 bis 500 Gramm vielleicht, aber das tut's allemal. Ja, und es muss halt gut austariert sein. Genau, sodass es gut weiter keine Unwucht sein. Aber ansonsten können die auch tatsächlich mehr Gewicht ab. Genau. So, kannst du das mal eben beiseite stellen? Sehr gerne. Das Nachtisch. Mhm. Ja, Kartoffeln. Ganz easy. Kartoffeln, vorgekocht. Hier haben wir Diät-Bacon. Nicht wirklich. Einrollen und aufspießen. So. Ich mache jetzt hier 4 Spieße fertig und wie gesagt, auf diese Le Chef Rotisserie passen bis zu 9 Spieße gleichzeitig drauf. Da kann man wirklich dann auch noch Hähnchenbrust in Bacon wickeln. Gemüse. Genau. Machen wir gleich auch noch. Man kann Chicken Wings noch mitgaren und. Garnelenspieße, Lachswürfel. Chorizo. Chorizo-Bratwurst zum Beispiel oder eine andere leckere Bratwurst. Also man kann ein wirklich tolles Programm vom Spieß abliefern. Und das Beste ist, der Grill macht die Arbeit, weil die Spieße rennen sich von selber. Ich kann bei meinen Gästen sitzen, so ungefähr. Aber meistens ist es eher so, dass alle um den Grill stehen und man andauernd zeigen muss, was Sache ist. Weil, das seht ihr gleich, wenn die Spieße sich alle drehen, ist schon sexy. Geht das auch im Eiken? Im Eiken geht das leider nicht. So eine kleine Rotisserie gibt es nicht. Man kann natürlich selber mit kleinen Spießchen da von Hand drehen. Das geht wunderbar. Genau. So, das kann auch beiseite. Die sind vorgekocht, ja. Aber nicht ganz weich, also so ein ganz bisschen Biss dürfen wir noch haben. Und dann einfach aufspießen, so dass der Bacon fixiert ist natürlich, weil wenn ich das anders machen würde, hätte ich da den ganzen Bacon in der Glut. So. Einmal dazu, ganz easy. Und unser Gemüse habe ich hier. Da habe ich einfach Zucchini, Paprika, Pilze und Zwiebel habe ich mariniert mit ein bisschen griechisches Grillgewürz oder ihr könnt auch Kräuter der Provence nehmen, Salz, Pfeffer dabei, ein bisschen Olivenöl und einen Schuss Rotweinessig und Honig. Das ist eine ganz leckere Sache. Einfach damit ein paar Stunden marinieren und dann auf den Spieß stecken. Und der wollte flüchten. So, na, ein bisschen weiter so. Auch hier aufpassen natürlich. Bei der Zwiebel mache ich mal so. Ich guck mal eben, wie das passt. Mach's mal auf. Der war hier. Ne? Das passt wunderbar. Gut. Ich mache die mal nicht alle fertig aufgrund der Sendezeit. Bitte schön. Ja. Waschen wir einmal die Hände. So, und dann wollen wir mal würzen. Ich habe hier für das Schwein einfach ein Barbecue Rub mit Magic Dust. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt, auch sonst Salz, Pfeffer. Lecker ist auch, wenn ihr gutes Fleisch habt, einfach nur ein bisschen Salz, Pfeffer, Knoblauch und Rosmarin.
Das tut schon. Aber da Magic Dust. Aufs Rind. Salz, Pfeffer. Viele sagen immer, Steaks soll man erst nach dem Grillen salzen. Kann man gerne machen. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man Steak, das vorher gesalzen ist, dass man da eine schöne Kruste bekommt. Und wenn ich Steak einfach nur grille und dann bei Tisch salze, dann habe ich Steak und Salz. Wenn ich aber vorher salze und dabei eine schöne Kruste entsteht, habe ich halt nachher Steak mit Salz. Und Steak mit Salz ist einfach immer ein Ticken leckerer als Steak und Salz. Und dazu kommen gerade dicke Steaks, so wie die Ribeyes vorhin oder sowas, die kann man generell noch ein bisschen nachsalzen bei Tisch. Und da kann man natürlich so ein schönes Fleur de Sel oder sowas nehmen, was einen schönen Crunch hat und für eine schöne Textur sorgt. Ach ja, die Kartoffeln. Die Kartoffeln brauchen noch ein ganz bisschen Öl. Yep. Und dann auch Salz, Pfeffer. Und fertig. So, unser Hauptspieß. Hast du mal Drippen? Ja. Ihr seht jetzt hier, wir haben eine Drippen drin und der Rest ist offen. Ihr könnt beim Spießgrillen das Ganze auch halten, wie ihr wollt. Ihr könnt direkt grillen, da würde ich aber etwas weniger Kohle empfehlen. Aber ihr seid ja schon ziemlich erhöht, also habt einen großen Abstand zur Glut und eine schöne harmonische Wärme. Also man kann ganz flächig mit Spießen, gerade wenn man so Minispieße hat, mit dünnen Fleischstreifen drauf und so weiter, schön direkt über der Flamme grillen. Oder ihr grillt ganz indirekt, mit beiden Platten drin, geht auch. Oder heute machen wir einfach halbe-halbe, direkt indirekt. Da habe ich so ein bisschen den Effekt von der Umluft plus Strahlungshitze. Das holt für mich das Beste raus eigentlich. So, Spieß rein und fertig. Jetzt den hier dazu. So, die Kartoffeln machen wir mal da und das Gemüse hier ganz rechts. So, das dreht sich jetzt schön. Wir machen den Deckel zu und sehen uns in ein paar Minuten wieder. Ich mache hier gerade mal sauber und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch mal das Angebot einspielen. Black Friday Angebot, Le Chef im Tisch zum Superpreis. All inclusive mit SGS-System und Abdeckhaube. Schaut es euch an. Viel wichtiger. Oh. Gut zu wissen. Echt, jetzt werde ich schon beim Grillen gemobbt hier. Ja. Du bist schon wieder live? Okay, sag doch 180 was. Grad hat der jetzt. Ja, also gerade wurde gefragt, wie heiß ist der Grill eigentlich? Also am Thermometer haben wir jetzt hier knapp 180 Grad anstehen. Im indirekten Bereich, der ist ja quasi, das Thermometer ist über dem Reflektor. Das heißt, da kommt keine Strahlungswärme ran. Wenn ich aber jetzt hier schaue, habe ich natürlich den Bereich, wo die Glut sichtbar ist, da ist ein bisschen mehr Strahlung im Spiel und sorgt für Röstaromen. Das strahlt zu den Kartoffeln, das macht die schön, also macht den Bacon schön kross. Und natürlich erreicht das auch das Rindfleisch und das wird richtig lecker gleich. Wir können ja, wenn du Lust hast, auch noch ein bisschen Rauch angeben. Das machen wir einfach so jetzt. Hast du mal die Pellets, Kevin? Hast du nicht, ne? Doch, habe ich. Hast du die Räucherschiene? Da. Gib mir einfach die Dose hier, den Karton. Achso, wolltest du so reinwerfen? Ja, okay. So. Jetzt haben wir hier die Pellets.
Ich bin ein großer Fan von Pellets zum Räuchern. Jetzt nicht nur ein Pelletgrill, sondern halt auch so, weil das Schöne ist, die Pellets kann ich wunderbar dosieren. So Holzchips, die sind halt immer verschieden groß. Ich weiß nie, wie viel ich habe. Hier nehme ich einfach eine ordentliche Handvoll raus. Und dadurch, dass die Pellets halt gepresst sind, sind die halt sehr kompakt und geben halt lange einen schönen, sauberen Rauch ab. Einweichen bin ich eh kein Fan von. Einige Leute weichen das Holz immer ein. Das erzeugt, meine ich, Wasserdampf, ne? Und danach kommt ein bisschen stinkender Rauch, weil es nasses Holz ist. Es soll ja eigentlich trocken sein. Da und die Pellets niemals einweichen. Die würden dann auch aufquellen und die werden zu Erdnussflips. Das wollt ihr auch nicht haben. Einfach eine kleine Handvoll. Entweder mit dem Chipfeeder oder so. Ab in die Glut. Deckel zu. Und wir haben für ein paar Minuten einen schönen sauberen Rauch. Natürlich könnt ihr darüber auch mehr eingeben und in der Kohle verstreuen. Ist alles möglich. Aber wie ich vorhin schon sagte, nutzt den Rauch wie ein Gewürz, wie eine Zutat. Das ist wichtig. Nicht alles vollqualmen. Ihr wollt ja das Fleisch schmecken, die Röstaromen, die Gewürze, eventuell noch eine Soße und so weiter. Ihr wollt einen runden Geschmack haben und nicht nur alles nach Qualm im Mund haben. Gut, während das dreht, schauen wir mal, was der Icon macht. Der ist ordentlich auf Temperatur. Wir haben hier fast 300 Grad. Die brauchen wir vielleicht gar nicht, aber ich regle ihn ein bisschen runter, mache hier zu. Und habe hier den Grillrost. So, der muss kurz beiseite. Ein neues Brett. So, auf dem Icon haben wir ein tolles Rezept für kleine Häppchen oder Fingerfood, Vorspeise. Ich habe hier irgendwo versteckt einen schönen Lachsloin. Also das Mittelstück. Und den kann man natürlich ganz normal auf dem Rost oder auf einer Holzplanke garen. Das klappt super. Meine Empfehlung ist, probiert mal auf einer Orangenplanke. Quasi wie eine Holzplanke, aber halt eine Orange nehmen. Ihr könnt den ganzen Grillrost oder halt die Fläche vom Fisch mit Orangen oder auch mit Zitronen oder Limetten auslegen und den Fisch dann indirekt darauf garen. Das gibt ein super Aroma, schön fruchtig und sieht auch toll aus, ist halt was fürs Auge, für die Gäste. Ich kann das Ganze einfach mit einem Schieber später entnehmen und servieren. Oder wir machen Fingerfood, sodass wir einfach einzelne kleine Würfelchen auf den Scheiben garen und damit zusammen servieren. So, eine brauche ich nochmal. Riecht ihr schon den Rauch? Ihr seht hier auch einen schönen angenehmen Rauch. Das ist auch wichtig, wenn man Leute mit dem Smoker sieht manchmal, die nutzen teilweise halt viel zu viel Holz und wenn das nicht sauber brennt oder auch das falsche Holz ist, habe ich richtig dicken, fetten, schwarzen Rauch. Und auch wenn Smoker heißt, sie sollen nicht qualmen. Ihr wollt einen schönen, sauberen Rauch haben. Und das ist so optimal. Also der beste Rauch, sage ich immer, ist der Rauch, den man fast gar nicht sieht. Ja, und das ist so wirklich, das ist durchsichtig, aber er ist da und ihr habt das volle Aroma. So muss es sein. Wenn ihr es noch ein bisschen intensiver haben wollt, könnt ihr auch hier ein bisschen weiter zumachen dann. Aber das müsst ihr selber entscheiden, wenn ihr euren Grill habt, wie ihr ihn bedient und was ihr damit macht. Das ist ja das Schöne an dem Keramikgrill. Ich kaufe mir den Grill nicht nur, weil ich damit smoken möchte, ja, sondern ich kann mir den wirklich für ganz vielseitige Geschichten einsetzen. Für den Wok-Einsatz, was auch für mich wirklich eins der Highlights ist, der Wok-Stand oder auch die Wok-Krone, da kann ich halt wirklich super wocken, weil die Flammen da richtig schön rauskommen. Ich habe mir den Monolith vor vielen Jahren schon mal selber gekauft, weil ich damals tatsächlich das Thema für mich Smoken hatte. Also ich wollte das ganze American Barbecue machen, habe mich aber mittlerweile weiterentwickelt in meiner Kulinarik, sag ich mal, und bin mittlerweile ganz woanders. Das Schöne ist, der Grill macht das immer mit. Ja? Ich muss nicht 3, 4 verschiedene Grills auf der Terrasse stehen haben. Ich kann wirklich mit diesem Grill da eine sehr, sehr breite Range an Möglichkeiten, einfach Vielseitigkeit damit bedienen. Man sieht es ja auch überall, ob es jetzt halt der Backyard-Griller ist oder bei Meisterschaften, also auch wenn das Ding natürlich richtig was wiegt, aber viele Teams nehmen ihr Monolith mit zur Meisterschaft und holen damit auch laufend Pokale ein, weil die wirklich sehr tolle Ergebnisse erzielen. Und auch gerade beim Barbecue, wenn man so eine Meisterschaft, so Pulled Pork Brisket macht, über Nacht, der läuft einfach durch. Gerade wenn ich den Barbecue angeschlossen habe, kann ich mich darauf verlassen. Der läuft einfach ein paar Stunden durch und ich kann mal eben Nickerchen machen und muss nicht die ganze Zeit in Action unter Strom stehen. So, hier habe ich jetzt den Lachs leicht eingeölt.
Da habe ich jetzt eine Gewürzmischung zusammengebastelt mit ein bisschen Oregano, Tomate, Lavendel, Salz, Pfeffer natürlich, ein bisschen Paprika. So, und dann lege ich diese Würfel einfach hier auf die Orangen drauf. So, und das grillen wir dann gleich. Ich lege jetzt mal beiseite, dass wir noch die Beilage machen können. Aber vorher muss ich einmal Hände waschen und einmal in den Le Chef gucken, wie es da aussieht. Ja, guck, da sehen wir schon, der Bacon bräunt sich schon so ein bisschen. Das Fleisch wird schon langsam gar. Das wird also. Gut, das dauert auch noch ein paar Minuten. So, Beilage dazu ist ganz einfach. Das kann wieder weg. Ich habe hier Zucchini. Messerputzen nicht vergessen. Auch das Brett mal abwischen. Die wird auch in Scheiben geschnitten, so einen Zentimeter ungefähr. So. Da kommt ein Tropfen Öl drauf. Beide Seiten natürlich. Dann Salz, Pfeffer. So, dann grillen wir die auf der einen Seite kurz an. Einfach hier auf den Rost. Ich habe jetzt keinen Deflektor drin, also direkte Hitze. Hier drauf. Deckel zu und schön anrösten. So. Und während die Zucchini. Verdammt! So. Während die Zucchini anrösten, habe ich hier Tomaten. So, und schneide die einfach mal eben mitten durch. Die kommen gleich nach dem Umdrehen auf die Zucchini oben drauf. Wird schön zusammen gegart, bis die Tomate schon weich ist, und dann mit Parmesan überbacken. Super einfache, schnelle Beilage. Tolles Fingerfood. Geht immer. Gut. Ja. Hier tauschen wir jetzt einmal die Kartoffeln. Wenn du mal schaust. Sieht schon richtig gut aus, ne? Hier tauschen wir mit dem Schweinefleisch, mit dem Durockrücken. Natürlich beidhändig jetzt, pass mal an am Ende. Nicht ganz so einfach. So, da haben wir ihn. So, den da wieder rein. Und Deckel zu. Den kannst du wegstellen, bitte. So. Die brauchen noch kurz. Und hier habe ich dann den Einsatz für den Deflektor. Das ist das Haltestück, da kommt der Deflektor rauf, und damit kann ich auch hier auf der ganzen Fläche indirekt grillen und auch hier noch einen zweiten Rost draufstellen für doppelte Fläche. Also da passen auch mal tatsächlich zwei Pulled Pork rein. Und es ist wirklich sensationell für den kleinen Grill. Also hier passen knapp 1 Kilo Holzkohle rein und er läuft low and slow 20 Stunden. Tja, also 20 Stunden habe ich noch nicht angehabt, was aber nicht nötig war. Also ein Pulled Pork ist generell im Keramikgrill ist durch diese harmonische Wärme von allen Seiten und sowas
das Barbecue meistens auch noch ein bisschen schneller fertig eigentlich. Also ich habe neulich im eigenen Pulled Pork gemacht, das waren so 19 Stunden ungefähr für 2,5 Kilo. Gut, das kann auch wieder rüber. Den brauchen wir gleich. So, ich teste noch mal den Gargrad. Ich weiß, wir sind nicht so weit, aber ich will es mal eben zeigen. Machen wir von da aus. Ich piek's hier mal eben rein. Guck, da haben wir jetzt 25 Grad. Wir wollen so auch Richtung 54 vielleicht. Das dauert noch einen Moment. Hier haben wir ähnlich, auch 23. Und ja, das lassen wir noch eine Weile laufen. Den packe ich mal hier rüber. So, und Deckel zu. Gut, die haben wir jetzt schön angeröstet. Jetzt lege ich mir die hier rüber. Schnappen wir mal den Rostheber. Da liegt er. Ist er noch nicht? Nee. Ich dachte, das wäre der. Sonst kannst du auch Handschuhe nehmen. Ich kann auch die Grillzange nehmen. So, also den heißen Rost weg. Da kann man auch schön die Glut sehen, wie schön er brennt. Und setze das einfach ein. So, das habe ich da komplett indirekte Hitze. Die Hitze kommt nur am Rand hoch. Ich kann die ganze Fläche zum indirekten Grillen nutzen. Halt für Barbecue, aber auch für Pizza backen und Flammkuchen und. Da packe ich jetzt den Lachs drauf. Bei wie viel Grad machst du den Lachs jetzt? Auch so 180 bis 200 Grad. Also indirekt grillen mache ich meistens so in dem Temperaturbereich 180 bis 200 Grad. Einfach weil es dann relativ schnell geht, schöne Röstaromen erzeugt und ja. Wobei man auch so ein Monolith halt auch bei 90 Grad laufen lassen kann. Ist die ganze Niedriggarn. Für Langzeitgarstücke. Ja, also wirklich sensationell, was man dann auch auf Fleisch bei 90 Grad ist wirklich eine tolle Sache. Mhm. Dauert ein bisschen länger, aber ist dann wirklich sehr, sehr, sehr saftig. Gut, die Zucchini ist wie gesagt angeröstet. Jetzt könnte man, wenn man möchte, noch ein bisschen Eiweiß drauf machen oder sowas. Wir machen aber einfach mal die Tomate hier on top und legen das Ganze jetzt zu den Lachsstücken. Ja, unten ist noch nicht angeröstet, das passiert jetzt quasi. Darum kann man es auch schön vorbereiten. So. Deckel zu, ein bisschen einstellen, Temperatur so 180, 200 Grad und fertig. Da seht ihr auch, dass der Kleine auch wirklich mehrere Portionen an Fingerfood und Hauptgang, Beilagen und so weiter schaffen kann. Das ist wunderbar. Gut, ich räume gerade noch ein bisschen auf. Du noch eine Idee, Kevin? Haben wir noch Fragen? Ja. Gibt's noch Fragen? Ist so ruhig hier. Also zum Reinigen, einmal schauen, wir qualmen es ein bisschen. Dann übernehme ich mal gerade. Ja, Thema Reinigen ist, ist wirklich schön. Es ist eigentlich nur frei brennen. Ja, also ich kann die ganze innere Keramik, wird dann auch wieder heller, indem ich den Freibrenner, die sogenannte Pyrolyse, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, gibt es auch in modernen Backöfen. Das muss ich auch nicht immer und ständig machen, aber wenn ich jetzt etwas hatte, wo wirklich viel Marinade, viel Fett im Spiel war, kann ich den Grill wieder sauber brennen. Das heißt, bei 350, 400 Grad ist die sogenannte Pyrolyse. Das wandelt alle Fette und Reste um in Asche. Ja, Asche und die Frage ist immer, wie lange muss ich das machen? Ich sag mal, so lange, wie da oben der Rauch rauskommt, so lange reinigt der. Und wenn der Rauch nicht mehr da ist, dann ist der Grill sauber. Genau. Also so kann man auch die Roste reinigen natürlich. Die werden dann nicht mehr blitzblank sein. Das kennt ihr von anderen Grills sicherlich auch, sondern die haben dann eine Patina. Aber
Ich sage immer, das heißt Grill und nicht Putz, also von daher nicht übertreiben das Ganze. Man kann ihn jedes Mal wunderbar super sauber reinschrubben und wie gesagt, die Roste und Ripans passen auch in die Spülmaschine. Könnt ihr gerne machen, aber normalerweise brennen wir die Roste sauber und gerade Gusseisen zum Beispiel, die kennt ihr alle vom Gusseisenrost, der kommt auch nie ins Waschbecken, wird nie abgespült, der wird einfach abgebürstet, eingeölt und benutzt. Genau. So, und ja, die Asche haben wir schon gesagt. Man hat sehr wenig Asche und ja, diese Asche kann ich halt einfach alle paar Vergrillungen mal irgendwann unten rausholen und kann so weitermachen. Also theoretisch könntest du den Grill sogar ununterbrochen wochenlang laufen lassen, indem ihr oben Kohle nachfüllt und eine Asche rausholt. Ist ein super System. Genau. Und wenn man halt mal die Holzkohle rausnehmen möchte, weil sie vielleicht jetzt sehr, sehr lange schon drin lag, dann nimmt man einfach im kalten Zustand den ganzen Holzkohlekorb raus, genau, kann die entsorgen und dann wieder auffüllen. Gut, wollt ihr mal schauen hier? Siehst du die schönen Röstaromen, die sich schon überall erzeugt haben? Und wie ich gerade sagte, das Schöne am Spießgrillen ist, dass halt viel mehr Fleischsaft am Fleisch dran bleibt. Das Wasser verdunstet und der Geschmack sich konzentriert. Ich zeig mal was. Jetzt dreht es sich, der Saft bleibt dran. Und ich schalte mal einfach kurz die Rotisserie aus. Was dann passiert? Dann fängst du nämlich gleich an zu tropfen. Ein Tropf. Ist jetzt der Vorführeffekt, das Fleisch ist zu gut. Also normalerweise tropft dann ja, was runter los, und dann geht es mit dem Aufflammen los. Jetzt kommt da langsam was. Und darum ist halt das Ganze mit dem Drehen immer besser. Ja, jetzt fängt es an zu tropfen. Immer besser, als wenn es indirekt gegrillt ist. So, noch einmal anpieksen hier. 40 Grad fast. Das läuft. Mal gucken, was hier passiert. Da seht ihr auch, wie schön dieser Icon wirklich auch auf dem Tisch ist. Ne? Das ist ein super toller Tischgrill, den ich einfach mal eben auf den Beistelltisch stellen kann oder mir auch ganz einfach aus dem Baumarkt ein bisschen Holz hole und mir einen tollen Tisch basteln kann. Einfach ein bisschen MacGyvern und man hat einen tollen Tisch zum Grillen, der dann auch zum anderen Grill passt. Ich bin also sehr vielseitig damit und kann schön Hauptgang und Beilagen getrennt machen, Barbecue und Fingerfood und so weiter. Oder mal eben für 2 bis 6, 8 Personen locker was grillen hiermit. Gut. Ja, während das Ganze vor sich hingart, haben wir vielleicht kurz Zeit, den Barbecue-Guru mal zu zeigen. Wir haben bisher nur davon gesprochen. Der Barbecue-Guru kommt aus den USA. Ich selber nutze die schon seit 2003, wo die gerade angefangen haben. Und damals war das Ganze noch so ein bisschen, sah aus wie rustikale Militärtechnik. War so ein bisschen sehr heavy duty alles. Und hat damals schon gut funktioniert. Ich kann den Grill damit halt kontrollieren. Ich habe hier eine Steuerung und habe hier 2 Fühler. Ich kann bis zu 4 Fühler anbringen. Davon ist einer für die Grilltemperatur und der Rest ist halt für verschiedene Fleischstücke, die ich damit messen kann. Und dann gibt es einen Lüfter dabei, den kann ich einfach hier unten mit dem Adapter anbringen. Und der ist auch richtig leise, der macht keinen Krach oder sowas und pustet halt kontrolliert Luft in den Grill. Bei der Guru-Version, die es auch vom Monolith gibt, habe ich sogar den Lüfter unten schon eingebaut. Da habe ich den komplett integriert, muss nur ein Kabel einstöpseln und fertig. Und dann misst halt dieser Temperaturfühler die Temperatur am Rost, also auch wirklich da, wo das Fleisch ist. Gibt das an den Rechner weiter und hier habe ich eine Temperatur eingegeben. Entweder über das Gerät selber oder halt über die App oder über den PC. Und wenn ich zum Beispiel 120 Grad eingestellt habe, dann gibt er genauso viel Luft in den Grill, die Temperatur hält. Je mehr sich an 120 Grad nähert, umso weniger Luft wird reingepustet und wenn es erreicht ist, gar nichts mehr. Und dann fängt er an zu pulsieren und gibt immer ein bisschen. Soll die Temperatur zu hoch gehen, gibt halt keine Luft, dann fällt sie wieder. Und das ist halt diese Regelung. Das klappt wunderbar. Die Temperatur wird wirklich fast aufs Grad genau gehalten. Ein weiteres Feature ist, es gibt den Ramp Mode. Das heißt, ich habe halt den Fühler am Fleisch für die Fleischtemperatur, für die Kerntemperatur. Und wenn ich zum Beispiel sage, mein Pulled Pork soll 93 Grad Kerntemperatur haben, dann ist es tatsächlich so, dass je näher ich an die Kerntemperatur komme, die Grilltemperatur runtergefahren wird, um einen Übergaren zu verhindern. Ihr könnt also wirklich den Grill mal ein paar Stunden alleine lassen, da kann eigentlich gar nichts passieren. Das Schöne ist, man kann wirklich von unterwegs, vom Einkauf aus oder wenn man mal rüber muss zum Nachbarn, wirklich kurz mal aufs Handy schauen und gucken, hey, was macht das überhaupt?
und ist da wirklich sehr entspannt dann. Ja, absolut. Ist auch ein cooles Gimmick natürlich, ne? Wenn man mit seinen Freunden zusammensitzt und seinen Grill verstellen kann. Und ich sag mal, gerade jetzt die neuen Controller, die gibt es ja jetzt Mitte des Jahres. Sie haben so einen Lichtring um den Controller. Sieht man hier ganz schön auf dem Bild auch. Genau. Das heißt, ich habe auch einen visuellen Indikator. Ist es blau, heißt das, er ist noch nicht auf Temperatur. Ist er ganz rot, dann ist die Temperatur erreicht. Blinkt der an den Seiten, dann pustet der, blinkt der komplett, dann ist er zu heiß. Also ich kann auch da vom paar Meter vom Garten aus mal kurz rüber gucken und sehe schon, hey, das ist alles okay, oder ich muss mal eben auf die App gucken. Zusätzlich zeigt er mir dann hier auch durchlaufend alle Temperaturen an und je nachdem, welche Fühler er mir anzeigt, also jeder Fühler hat seine eigene Farbe, ändert sich auch die Farbe des Kuhstrichs hier, sage ich mal. Das heißt, wenn das grün ist, dann weiß ich, der zeigt mir gerade Fühler Nummer 3 an. Also das ist auch wirklich sensationell und sieht auch in der Grillecke ganz stylisch aus. Ein weiteres Feature ist der Open Lid Mode. Und zwar ist es ja so, wenn ich den Deckel aufmache, dann würde halt die Temperatur abfallen am Fühler. Und wenn die Steuerung jetzt nicht darauf trainiert wäre, sag ich mal, nicht eingestellt, dann würde sie deswegen richtig viel Luft reinjagen. Das heißt, der Deckel ist auf, es kommt eh schon Luft an die Glut. Ich puste gleichzeitig jede Menge Luft rein, habe ich dann eine Höllenglut. Da kann ich dann Eisen drin schmieden. Ne? Und sobald ich den Deckel wieder zumache, geht die Temperatur ein paar hundert Grad hoch. Genau. Das wollen wir nicht. Das Gerät, also der Barbecue Guru, hat diese Open Lid Detection. Das heißt, er misst die Temperatur. Er merkt, wenn ich den Deckel aufmache, habe ich einen schnellen Abfall in Temperatur und schalte den Lüfter ganz ab. Und zwar so lange, bis die Temperatur wieder ansteigt. Er stellt fest, der Deckel ist zu, die Temperatur steigt wieder an. Dann regelt er weiter. Dadurch kann ich halt dann Überhitzen vermeiden und den Grill wirklich sehr effizient steuern. So. Was sagen wir dazu? So, wir haben jetzt 4 Spieße drauf. Es passen 9 drauf. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht? Das Ding hat Potenzial ohne Ende. Es macht richtig Spaß, wenn man da 9 Spieße drauf hat und alles wunderbar goldbraun, saftig, lecker, zart wird. Ich check nochmal gerade, wie es aussieht. Wo ist denn das Thermo jetzt hin? Da. So. Guck. Da sind wir gleich soweit. Da brauchen wir noch kurz. Die Kartoffeln muss ich nicht messen. Gut, ein paar Minuten noch. So, und hier, wie sieht es hier aus? So, schau mal, der Lachs ist schon ein bisschen glasig. Die Tomate gart schön. Ich reibe mal eben jetzt den Parmesan da oben drüber. So, und den Deckel wieder zu. Gut. Ja, bis das fertig ist, könnt ihr gerne nochmal das Angebot einspielen. Das Black Week Le Chef Angebot für den Monolith Le Chef im Buggy mit SGS-System, komplett ausgestattet plus Abdeckhaube. Okay, weiter geht's. Wir haben immer noch den Le Chef, den Icon Action. Die Spieße rotieren schön vor sich hin. Und ja, der Fischgart auch. Dann können wir mal schauen, was wir gleich noch machen. Ich habe gerade eine Frage gesehen im Chat. Spritzwasser geschützt. Ich denke mal, dass er den Guru damit meinte. Ja. Der Guru ist, soweit ich weiß, nicht Spritzwasser geschützt. Er kann sicherlich ein bisschen Wasser ab. Aber ansonsten würde ich da irgendwie eine Schüssel, eine Tupperdose, irgendwas rüberstellen oder sowas quasi, dass das vor Regen geschützt ist, ganz einfach. Ist halt wegen der Steckverbindung und sowas, kann sowas nie ganz, ganz dicht sein. Und deswegen lieber auch nochmal sicher gehen und was drüber stellen. Gibt es noch weitere Fragen? Nur zu. Gut, dann hol doch mal die Feuerplatte her.
Sehr gerne. So, das Schöne ist, der Monolith ist nicht nur ein wunderbarer Smoker und Grill und Backofen und alles. Er kann auch gleichzeitig als Feuerplatte benutzt werden. Also nicht gleichzeitig, aber kann auch dafür benutzt werden. Feuerplatten sind in den letzten Jahren auch quasi explodiert am Markt und jeder brutzelt gerne auf diesen Feuerplatten seine Burger und so weiter. Und die Platte von Monolith ist ganz besonders, weil sie einfach wunderbar auf die Keramik raufpasst. Wenn ihr hier mal schaut, die schließt also auf der Keramik ab, beim Icon, weil ich hier den Deckel abnehmen kann. Bei den anderen Modellen habe ich hinten eine Aussparung, die den Deckel ausspart. Aber die Platte liegt komplett auf der Dichtung auf und schließt das Ganze ab. Und dadurch kann ich halt auch das Deckelventil oben drauf stellen und das Ganze regeln. Eine normale Feuerplatte muss ich anderen Holz nachschmeißen und fahre jetzt einen halben Wald. Und hier kann ich halt diese effektive Keramik mit der tollen Hitzespeicherung und so weiter auch für die Feuerplatte nutzen. Ich lege sie einfach rauf und mache die Luft auf, unten oben, lasse sie aufheizen, bis sie die gewünschte Temperatur hat und dann regle ich sie ein. Und dazu kommt noch, dass ich hier außen einen Rand habe, mir also nicht irgendwas an Burgern oder Fett da runterrutschen und tropfen kann. Und ich habe hier eine Auffangschale drin, wo das Fett reinläuft. Und mit dieser Feuerplatte, die wir gleich benutzen werden hier, wenn der Fisch fertig ist, kann ich halt wunderbar Steaks, Burger, Fisch, Gemüse, Sonntagsfrühstück mit Pancakes und Spiegelei und Bacon und alles Mögliche drauf brutzeln. Die ist halt mega vielseitig. Das werden wir gleich auch noch machen. Aber ich denke mal, jetzt sind wir langsam hier soweit. Dann lassen wir mal schauen. Hast du mal das große Brett für mich? Spieß raus. Kleiner Tipp, immer eine Schüssel runterhalten, dass der Boden nicht voll tropft. Und dann könnt ihr so wie im Rodizio-Restaurant quasi euer Fleisch servieren. Einmal. Das ist der Duroc-Rücken. Das Gemüse. Das rutscht wahrscheinlich runter, ja, habe ich mir gedacht. Und hier die Kartoffel. Auch wunderbar geröstet mit dem ganzen Bacon-Aroma. So. Und jetzt ist die Zeit für den Anschluss gekommen. Wollen wir doch mal schauen hier. Kannst du mal von da vielleicht am besten aufnehmen? Wenn ihr hier mal schaut, mega saftig, schön zart rosa. Und da haben wir das Schwein. Genauso auf den Punkt. Und gut, ich habe noch hier die Kartoffel angeschnitten, aber das mache ich jetzt auch mal. Ja, sieht auch super aus, oder? Gut, das könnt ihr zu Hause auch. Einfach mit der Monolith Rotisserie habt ihr quasi ein brasilianisches Steakhouse für zu Hause. Das geht backstage ans Team. Die werden sich freuen und wir arbeiten weiter. Na komm. Doch, das ist lecker. Du isst ja schon wieder. Güte. Gut.
Ja, der Lachs dürfte auch ziemlich fertig sein. Bei Lachs könnt ihr am einfach erkennen, wie der Garrad ist, wenn ein Eiweiß austritt. Dann ist es fast fertig. Ich piek's mal eben an hier, guck mal eben, wie es aussieht. Auf den Punkt. Ja. 2-3 Minuten noch, dann sind wir hier soweit. Wir bauen mal schnell die Rotisserie weg. Jawohl. So. Das kann auch raus. Wahrscheinlich ein bisschen heiß. Und das SGS-System nehmen wir auch mal raus. Weil wir jetzt noch eine Dimension vom Monolith zeigen wollen. Und zwar den Wok. Das brauchen wir nachher für den Nachtisch. Aber wir bereiten schon mal vor. Wir haben hier einen Aufsatz, der quasi die ganze Hitze, also er liegt auf dem Feuerring des Kohlenkorbes auf und leitet die ganze Hitze in die Mitte, konzentriert für den Wok. Das macht richtig Power, da könnt ihr tolle asiatische Gerichte machen, könnt im Wok frittieren, vorsichtig natürlich, oder wie wir nachher einen Nachtisch machen. Dafür brauchen wir aber ein bisschen mehr Kohle. Ja, schon mal was rein. Der Kevin füllt mal eben nach. Lass es schön durchglühen. Und das Schöne ist, dann nachher auch noch, dass man den Wok auch beim Icon zum Beispiel wunderbar benutzen kann. Wenn ich den Deckel abnehme oder zum Beispiel mit der Feuerplatte zusammen. So. Ich setze mal auf. Ich brauche da mal eben den Wok. So, da haben wir den Wok, passt wunderbar drauf. Und die Hitze ist halt echt konzentriert und ihr könnt wunderbar arbeiten da. Aber den bringen wir erstmal auf Temperatur jetzt. Das kann natürlich wunderbar passieren, wenn man den Hauptgang quasi gerade verspeist, macht man den Grill für den Nachtisch fertig zum Beispiel. Gut. Für die Feuerplatte haben wir das. Ja, hier sind wir soweit. Ich nehme jetzt einfach einen kleinen Wender und hole das Ganze damit runter. Besser. So haben wir den Fisch super lecker serviert. Ist was fürs Auge und für den Gaumen. Und auch eine tolle, einfache Beilage dabei. Sowas könnt ihr auch mit Kartoffeln machen, mit Süßkartoffeln, mit Aubergine. Einfach in Scheiben schneiden, angrillen und irgendwas als Topping drauf. Sei es jetzt wie gesagt Eiwa oder eine Mozzarella, ein Feta, Parmesan und Tomate, eine Scheibe Chorizo-Bratwurst oder sowas ähnliches. Da könnt ihr echt die tollsten Sachen machen. So, da haben wir noch ein bisschen Kresse als Topping. Bitteschön. So, das war jetzt direkt und indirekt gegrillt vom Icon. Geht auf den großen natürlich auch. Da könnt ihr für eine ganze Party Fingerfood zubereiten. Und jetzt bauen wir den kleinen um für den Feuerplattenbetrieb. Genau, bleib mal mit deiner Kamera gleich hier, dann zeigen wir das gerade mal. Ich nehme mal den Rost raus. Ja. Und zwar ist das, zumindest soweit wie es für mich bekannt ist, der einzige kleine Keramikgrill, wo der Deckel abnehmbar ist. Dazu haben wir hier links und rechts zwei kleine Fügelschrauben. Kannst du ruhig den Deckel einmal hochmachen? Ja. Die muss ich nur lösen, also gar nicht abdrehen, sondern wirklich nur 2-3 Umdrehungen lösen. Und dann einfach den Deckel mit einer Bewegung einmal komplett abnehmen. So, und kann dann halt dann jetzt
die Feuerplatte da auflegen. Ja, warte mal kurz. Oder halt als offenen Grill benutzen mit dem Rost. Passt das eigentlich? Passt nicht. Oder zum Beispiel auch so richtig gut wocken. Hat richtig Zunder, wenn man mal reinschaut, das ist ordentlich Glut. Für die Feuerplatte legen wir noch ein bisschen nach, was jetzt auch sehr kalt ist. So, dann machen wir, Kevin. So. So, die passt halt wunderbar drauf. Und Deckel, Ventil. Wie ich vorhin sagte, das Deckelventil passt drauf. Ich kann da auch wunderbar regeln. Oder ich habe hier eine Wokkrone. Setze die oben drauf und kann dementsprechend hier oben auch noch wocken. Ich kann hier meine Speisen brutzeln und oben noch fast drin wocken. Also da macht man echt eine Armee mit satt. Und, ich weiß gar nicht, habe ich gerade mitgehört, hast du gesagt, dass ich hier verschiedene Temperaturzonen habe? Ja klar, müsst ihr noch sagen. Es ist ja so, ich habe hier halt diese Feuerplatte. Ihr seht, die steht am Rand natürlich über. Das heißt, ich habe hier in der Mitte hohe Temperaturen zum scharfen Anbraten, Angrillen, Röstaromen erzeugen und kann dann rausschieben und außen lang dann weiter garen. Oder halt Speisen, die weniger Hitze brauchen, von Anfang an außen garen. Hab dadurch wirklich ein sehr vielseitiges System. So, den müssen wir noch auf Temperatur kommen lassen. Das dauert einen kleinen Moment. Wenn ihr wollt, könnt ihr vielleicht nochmal den Angebotsteaser einspielen. So, und wir bereiten hier jetzt gleich die Burger zu. So, weiter geht's hier gleich mit Burgern von der Monolith Feuerplatte. Wie gesagt, die Feuerplatte ist wunderbar zum Brutzeln von Steaks, Fisch, Burger, Frühstück, Pancakes, Gebäck, alles Mögliche. Aber wirklich für Burger prädestiniert. Und da habe ich hier jetzt wunderbares Hackfleisch vom Rind, auch vom Alexander von Simple Beef. Und wir machen gleich Smashed Burger. Wenn die Platte auf Temperatur ist, das dauert jetzt noch einen Moment, dann machen wir Smash Burger. Das heißt, wir machen kleine Bällchen aus dem Hackfleisch und drücken die mit dem Wender platt. Dadurch haben wir halt nicht so einen runden Hockeypuck, wie man sie von den Industrie-Patties kennt, sondern halt eine schöne Form und kriegen tolle Röstaromen und brutzeln dann dazu noch ein paar Zwiebeln. Den Bacon brutzeln wir an und die Burger Buns werden angeröstet und das machen wir alles zusammen hier schön auf der Plancha. Jetzt kam gerade die Frage auf mit dem SGS-System. Der Kevin wollte das gleich nochmal vorstellen und ich bereite hier weiter vor. Genau, kann ich hier vorne einmal den abstellen, weil... Ich glaube, das wird eng, oder? Ja, sonst... Dann roll doch noch mal ins Bild. So, ich ziehe mal fürs Hackfleisch Handschuhe an. So, und ein Burger ist ja quasi auch wie ein kleines Steak und darum sollte man auch dafür möglichst hochwertiges Fleisch benutzen. Also ich sag mal jetzt nicht das Filet, sondern halt von einer guten Kuh. Ich forme hier schöne Kugeln raus, bereite mir die vor und bereite die anderen Zutaten vor und dann sind wir gleich vorbereitet und können alles zusammen ruckzuck fertig grillen. Genau, so für die, die später zugeschaltet haben, kam gerade die Frage nochmal auf, was ist das SGS?
Das SGS ist das sogenannte Monolith Smart Grid System, also auf Deutsch Rostsystem, wo ich einfach ein wirklich durchdachtes Rostsystem habe, was sehr vielseitig einsetzbar ist. Ich kann sowohl direkt als auch indirekt gleichzeitig grillen. Ich habe in dem ganzen Setup also die Deflektorsteine, Tropfschalen, die Deflektorsteine vor dem runtertropfenden Fett schützen. Ich habe zwei halbe Rosten, die höhenverstellbar sind. Ich kann hier auf bis zu drei Ebenen mitarbeiten. Ich habe, also das hier ist höhenverstellbar. Ich kann auf verschiedenen Höhen arbeiten, kann auch, ich muss einmal ein bisschen zurück. So. So, kann also gleichzeitig auch verschiedenen Ebenen arbeiten, um etwas scharf anzugrillen oder etwas zu garen. Ich kann das auch zwischendurch einfach mal von der direkten in die indirekte Seite drehen. So wie es jetzt hier ist, ist es quasi komplett indirekt. Das heißt, ich habe mein Gargut vor der heißen Glut geschützt. Ich habe also aus meinem Grill jetzt einen Ofen gemacht. Ich habe hier die Edelstahl-Tropfschalen und habe hier unten die Deflektorsteine, die halt darüber entscheiden, ob der Grill direkt oder indirekt ist. Ich mache mal hier jetzt mal so ein Beispiel. Das wäre jetzt so bei mir so ein typisches Steak-Setup. Ein Rost relativ tief über der Glut. Das andere wäre bei mir jetzt hier auf der Höhe. Weiter weg von der Hitze und über dem indirekten Bereich kann also hier das Steak dann garen oder meine Beilagen garen und hier etwas scharf angrillen. Oder hier meine Bratwürste machen und hier Beilagen und so weiter. Manche, ne, zum Beispiel Thema Kartoffeln, diese Fächerkartoffeln oder Gemüse, kann ich alles in den indirekten Bereich legen lassen und hier einfach nur mein Fleisch oder mein Gemüse kurz anrüsten. Also SGS. Abkürzung für Smart Grid System. Ja, sehr vielseitig und durch Zubehör zu erweitern. Das haben wir soweit. Ihr seht hier schon die Flammen hochschlagen, quasi Nachbrenner gezündet. Aber bis zu die Platte halt, gerade bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, heißt es, das dauert noch einen kleinen Moment. Das ist jetzt die Zeit für eure Fragen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt zu den Rezepten, zu den Grills, schießt los, lasst uns wissen. Darf ich was offen anfragen? Ich mach das so gut. Okay. Hey, wir wurden gelobt. Ja, gut. Nochmal kurz zum Burger. Ich bin kein Fan von überladenen Burgern. Bei mir muss ein Burger wenige Zutaten haben, aber die müssen gut sein. Da haben wir hier ein schönes Brötchen vom Bäcker. Frische Zwiebel, ein bisschen Rucola, gutes Hackfleisch, Bacon und einen guten Käse. In dem Fall einen Cheddar mit Chili. Und da kommt nur noch ein bisschen Ketchup und ein bisschen Soße drauf, ganz wie ihr wollt. Und das reicht voll und ganz aus. Das ist wirklich so mein Favorit. Mehr muss es nicht sein. Ich gucke mal, was die Temperatur sagt. Welche Roste kommen mit Edelstahl oder Rost? Ja, also so wie ich es gerade gezeigt habe, zwei halbe Deflektorsteine, zwei halbe Tropfschalen, zwei halbe Edelstahlrosten und der Ring sind dabei, genauso wie die zwei Griffe, um das Smart Grid System rein- oder rauszusetzen. Das ist alles im Lieferumfang enthalten. Genauso wie die Räucherschiene enthalten ist, der Grillrostheber und die Ascheschaufel. Genau. Und nochmal sei betont, dass halt der Vorteil ist, ich habe die halben Roste. Ich bin damit super flexibel, kann sie halt auf verschiedenen Höhen einrasten und so weiter. Und die passen genau wie die Drippans in die Spülmaschine oder ein normales Waschbecken. Wir haben hier einen sehr großen Rost normalerweise. Wenn der Rost ein Stück wäre, der passt im normalen Haushalt gar nicht ins Waschbecken rein, ja. Da hast du keine Chance. Durch das Teil bin ich halt flexibel und kann super reinigen. Ja. Und wie gesagt, was Fläche angeht, zwei Roste sind dabei. Wenn ihr mehr Fläche braucht, mehr Grillfläche, könnt ihr noch eine Rosterhöhung kaufen. Wenn ihr noch mehr braucht, kauft ihr einfach diesen Ring vom Smart Grid System und zwei weitere Roste. Dann habt ihr auf drei Ebenen die ganze Fläche zum indirekten Grillen. Da könnt ihr echt eine Armee mit abfüllen. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Gibt es das System auch für ältere Modelle? Ja,
Es gibt, das ist als Update-Kit quasi, sowohl das Smart Grid System oder aber auch die geteilte Feuerbox sind in alte Modelle nachrüstbar. Der Barbecue Guru, ja, da kommt es ein bisschen drauf an. Also es gibt, wir haben im Moment drei Gurus in, im Portfolio. Das ist einmal ein einfacher DX3, es gibt einen DynaQ, der nur Bluetooth läuft, es gibt den UltraQ, der mit Bluetooth und WLAN läuft und dann gibt es einmal den Controller für die Guru Edition, also wo der Lüfter an der Seite verbaut ist. Es gibt dann nochmal den für die Zuluft. Am besten würde ich sagen, beratet euch da einfach mal bei Grillfürst, bei dem Händler, der euch da vernünftig beraten kann, dass ihr da das Gerät auch bekommt, was genau, ihr braucht. Genau, der kann auch wirklich für euren Grill anpassen. Das Schöne ist ja beim Guru auch, ich kann den auch für andere Grills benutzen. Ich kann den auch an einem Smoker anschließen, gerade für so, ich sag mal, dichte Systeme, halt einen Kamado oder einen Smokerschrank. Water Smoker natürlich, den normalen Kugelgrill. Das kann man überall anschließen, an einen UDS zum Beispiel und ja, damit auch seinen Grill wirklich schön aufs Grad genau steuern. Ja. Ist sehr praktisch, das Ganze. Gibt es eine Geschichte zum Namen vom Icon, warum der so heißt? Die gibt es. Aber ich weiß nicht, ob wir die noch zusammenkriegen. Nein, also das ganze Thema Icon ist eine Gemeinschaftsentwicklung gewesen bei uns beim Monolith. Ich meine, mein Kollege Michael Einbecker ist auf den Namen gekommen. Tja, also ich habe so ganz verschiedene Namensvorschläge, die ich fand, da waren ein paar ganz gute bei. Also ich habe mir so einen Grill auf jeden Fall lange gewünscht, weil es wirklich, wie gesagt, bei uns zu Hause zum Hauptgrill geworden ist. Steht auf dem Tisch, ist super einfach zu bedienen. Reicht für 2 bis 4 oder auch mal 6 bis 8 Leute alle mal aus. Und ich kann den Deckel abnehmen, ich kann die Feuerplatte nutzen und den Wok und alles Mögliche dann machen. Also mega Allrounder. Und ich kann mal eben im Kofferraum stellen. Und die kann man sogar mit einem Buggy mit an den Strand nehmen oder sowas. Das ist alles möglich. Ihn mit in Kroatien tatsächlich. Okay, schön. Ja, am Strand, ja. Ich hab's mitgebracht. Ach ja. So. Wir gucken mal, was hier die Hitze macht. Um die Temperatur der Feuerplatte zu messen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, ihr geht mit dem Ohr ganz langsam an die Platte ran, dann könnt ihr irgendwann riechen, wie heiß sie ist. Ist nicht zu empfehlen. Die nächste ist, ihr nehmt einfach ein bisschen Wasser, wie bei einer Pfanne, spritzt da einen Tropfen drauf und guckt, ob es gleich wegbrutzelt. Da wisst ihr schon mal, ihr seid schon mal im guten Bereich. Die wissenschaftliche Methode ist, ihr nehmt ein Thermometer, wie so ein Laserthermometer, und messt damit die Temperatur. Wir haben jetzt hier um die 200 Grad in der Mitte. Außen am Rand haben wir erst 50, aber die ist auch gerade erst kurz drauf. Also wir geben noch ein paar Minuten und dann geht es mit den Burgern weiter. Wenn ihr noch Fragen habt, weitermachen. Nur zu. Was wollte ich gerade noch mal sagen? Das Smart Grid System hatten wir gesagt. Der Guru passt auch für andere Grills. Es gibt auch verschiedene Modelle vom Guru. Ach ja, genau, mir ist noch eins eingefallen, und zwar der Barbecue Guru. Ist ja mit App-Steuerung und so weiter. Wenn ihr echt mal jetzt zwischendurch mal eben schnell was machen wollt, habt gar keine Zeit oder sowas, um großartig was einzustellen, macht Feuer am Grill, klemmt den Guru an, ohne irgendwas einzustellen, und der läuft automatisch auf 250 Fahrenheit, also knapp 120 Grad Celsius. Ist eine super Barbecue-Temperatur und euer Grill läuft die Temperatur einfach straight durch, ohne dass ihr euch um irgendwas kümmern müsst. Ist super einfach und idiotensicher. Also das ist super durchdacht für den Barbecue. Die haben fast 20 Jahre Erfahrung in den USA damit. Das ist ein ganz geniales System. Puh. Gut. Höllenglut. Hier haben wir auch schon 230 Grad jetzt für die Wokkrone. Und ja. Kevin, hast du noch was zu sagen? Ja, ich überlege, aber es wäre wirklich schön, wenn ein, zwei Fragen reinkommen würden. Was wir am liebsten machen, also bei mir ist das ganz klar, immer was anderes. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal Lust auf Barbecue, dann mache ich da drin nochmal Pulled Pork oder Spare Ribs. Ich habe mal Bock auf Wokken, dann lege ich mir den Wokteller drauf. Ich habe Lust auf Rodizio, ich mache das. Das Pizza, im Moment ist Pizza mein Thema, also mache ich darauf eine Pizza. Das schmeckt immer besser, ne? Genau, schmeckt auf dem Grill immer besser. Aber die Vielseitigkeit ist einfach sensationell.
Auf der Feuerplatte mache ich gerne was. Jetzt, wo wir den Lockdown hatten. Also meine Frau und ich gehen unheimlich gern zum Spanier essen. Jetzt haben die alle zugehabt. Also musste ich den Spanier spielen und nahm mich einfach auf der Feuerplatte draußen. Das hätte ich gern gesehen. War schön. Chorizo, ich habe Fisch, Gemüse da drauf, mit Kräutern gespielt, Rosmarin, Thymian, Knoblauch mit Olivenöl. Also dieses Aroma, was da in diesem Garten war, war sensationell. Mhm. Es war wirklich super lecker. Und so konnten wir den Lockdown so ein bisschen überbrücken. Ja, ich meine, das Grillen ist ja schon ganz gut eskaliert eigentlich. Mittlerweile sind ja viele angesteckt und grillen halt tolle Menüs im Garten. Aber was man so in einer breiten Masse sieht, ist einfach Leute, die immer noch immer bei denselben drei Metzgern oder Supermärkten, Discountern teilweise ihr vormachen, ihr Fleisch kaufen und immer dasselbe grillen. Und ja, das ist einfach, man hat so viele Möglichkeiten, das ist so viele Arten zu grillen, direkt, indirekt räuchern mit Holzplanken und man kann schön noch mit einer Gusspfanne oder Plancha alles Mögliche am Grill machen. Und wie du sagst, einfach Learning by Burning, sich einfach mal trauen. Ich glaube, man hat heute gesehen, dass tolle Ergebnisse auch nicht unbedingt was mit Zauberei zu tun haben, sondern dass es auch wirklich sehr simpel und einfach ist. Man muss sich einfach nur mal trauen, einfach mal machen, mal was anderes ausprobieren. Ja, Barbecue ist wie Pizza. Wenn es gut ist, ist es richtig gut und wenn es schlecht ist, ist es immer noch okay. Genau. Gut, ich würde sagen, wir legen schon mal die Burger auf hier. Temperatur checke ich nochmal. So, also das ist jetzt echt nerdy. Ne? Das müsst ihr nicht unbedingt. Wie gesagt, Wasser tut es auch, aber ich guck mal eben. Ja, 240 Grad. Das soll es alle mal tun. So. Ich ziehe dafür gerade mal einen Handschuh an. So, dann lege ich den Bacon schön an den Rand, lasse den langsam ein bisschen aus und in dem Baconfett rösten wir nachher die Burgerbrötchen an. Dann gibt noch mal extra Geschmack und Zwiebeln rösten wir an und halt gleich die vier Patties. So, man hört schon brutzeln. Das ist halt das Schöne an der Feuerplatte. Ich kann die wirklich sehr entspannt bespielen, so nennen wir das. Das heißt, wenn ich mehr Hitze brauche, ziehe ich es weiter nach innen. Brauche es wieder ein bisschen weniger, ziehe es nach außen. Und so kann ich halt wirklich zwischendurch ganz genau steuern, was brauche ich wann, wie heiß, auf welcher Temperatur. So, und jetzt haben wir hier das Fleisch. Wir legen es auf. Und drücken den schön in Form. So muss ein Patty aussehen, nicht wie ein Hockeypuck. Und das riecht. Es duftet. So. Den letzten noch. So, natürlich könnt ihr mit der Platte auch stundenlang Burger brutzeln, weil die Kohle ja auch wirklich lange hält. So. Ist also auch was für Caterer oder sowas, weil gerade das Frontcooking ja auch immer ein Thema ist. Man hat ja echt eine tolle Show für die Leute mittendrin. Das kommt richtig gut. Für die Zwiebeln brauche ich gerade noch einen Tropfen Öl. Da. So, ein bisschen Salz, Pfeffer. Und auch das Reinigen der Platte ist toll. Genau. Denke mal, zeigen wir gleich auch nochmal. Ist einfach nur ein Spachtel, ein bisschen Wasser drauf. Das Wasser löst das Fett und dann ziehe ich das einfach mit dem Spachtel mir in diese GN-Schale, Gastronomschale rein. Fette die Platte nochmal ein. Und dann kann sie wieder Gusspfanne oder Plancha, kann Spüli einfach abkratzen. Genau, das ist jetzt halt kaltgewalzter Stahl, 6 mm, beim Classic oder bei Le Chef sind es sogar 8 mm, unkaputtbar. Gut, hier haben wir noch ein schönes Zubehör. Und zwar haben wir natürlich bei so einer Platte keine Oberhitze. Das heißt, wenn ich gleich den Käse auf dem Burger schmelzen lassen möchte, dann wird es die ganze Weile dauern.
Da nehmen wir unsere schöne Glocke, stülpen die oben drüber und haben dann die Umluft eingefangen und schmelzen ruckzuck den Käse. So kann ich auf der Platte auch dickere Stücke garen. Auch wenn ich ein dickes Steak habe zum Beispiel, ne, wird man natürlich dann irgendwann von beiden Seiten außen sehr stark garen. Das würde ich einfach auf einen kleinen Rost legen, dass es ein bisschen Abstand zur Platte hat, die Glocke oben drüber und dann mit der Umluft fertig garen. Das geht wunderbar. Auch Fischfilets und so weiter einfach abdecken und fertig. Und da habe ich noch einen Tipp zu, wenn ihr das macht, einfach einen Tropfen Wasser dazu. Dann habt ihr viel Wasserdampf auf einmal und der hilft halt durch die Energie im Wasserdampf, um den Käse schnell zu schmelzen. So, ich glaube, den ersten Bacon hier vorne können wir schon mal einmal drehen. So, wenn ihr euch vorstellt, für den Chef, die Feuerplatte ist natürlich riesig. Da geht echt was drauf, da könnt ihr dann auch für eine Fußballmannschaft oder auch für die gegnerische Mannschaft, wenn ihr euch vertragt, genau, gleich mitmachen. Genau, könnt ihr alles abliefern. Ja. Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Willst du hier nochmal schauen, wie hier die Glut jetzt ist? So, nochmal, beim Keramikgrill, gerade bei hohen Temperaturen und insbesondere, wenn ihr hohe Temperatur habt und dann ein bisschen runterregelt, immer den Deckel leicht anlüften, dass ein bisschen Luft dran kommt, und dann ist gut. Wenn du hier mal reinschaust, von oben jetzt, da hast du echt ein Höllenfeuer drin. Geht nicht? Ja, wir sehen gleich, es kommt jetzt, jetzt hast du den Deckel auf, das fängt die Kamera vielleicht ein, dass die Flammen jetzt anfangen nach oben zu kommen. Ja, also wenn wir unten dann die Zuluft komplett aufmachen, man sieht ja, die Flammen sind bis hier, also es geht bis hier hin. Das ist wirklich richtiges Woken. Die Flammen gehen um den Wok drumherum. Nicht nur punktuell und auch nicht nur irgendwie nur unten, sondern wirklich komplett um den ganzen Wok drumherum. Das ist, das macht schon richtig Spaß. So, mal schauen, was die Patties machen. So, jetzt können wir noch würzen. Auch da ein bisschen Salz, Pfeffer oder was euch schmeckt. Grundsätzlich sagt immer, je besser das Fleisch, umso weniger Gewürz muss da ran. Natürlich kann man ein tolles Steak auch gerne mit ein paar Kräutern oder halt passend würzen, aber am besten nicht überwürzen, das ist wichtig. Also ich würde jetzt an einen Burger aus so gutem Fleisch oder an gutes Steak jetzt keinen deftigen Barbecue dran machen, sondern eher was, was ein bisschen mediterran, Kräuter, Knoblauch und sowas ist, das ist dann passender. Den anderen Bacon schieben wir nochmal wieder ein bisschen zur Mitte jetzt. Und dann lege ich schon mal die Brötchen hier nach außen. Die werden jetzt schön in dem Baconfett, was am Rand gelaufen ist, angeröstet. Und wärmen schön ein bisschen durch. So, und dann einmal sauber machen. Gut. Gibt es noch Fragen? Ja, na komm schon, vielleicht guckt auch gar keiner zu. Das wäre natürlich fatal. Wie viele haben wir überhaupt? Kannst du das sehen? 80. Ja, hallo, hallo. 80. Hallo 80 machen, genau. Euer Pech, dass ihr zu Hause sitzt, weil das müsste riechen. Ja. Das habt ihr es warm. So, guckt, die Zwiebeln sehen schon schön aus. Die kann man auch schön noch mit ein bisschen Ahornsirup und einem Schuss Whisky schön glasieren. Gibt noch mehr Aroma, das kommt richtig gut dazu. Und ja, kleinen Moment brauchen wir noch. Schon weitere Fragen? Okay, vielen Dank. Danke.
Was haben wir denn noch? Was können wir noch zeigen? Bei den Pellets waren wir schon. Den Goro hatten wir schon. Das Rostsystem hatten wir, den Gussrost. Das Räuchern. Ja, die Feuerplatte. Also den Grill gibt es natürlich einmal im Buggy, so wie er hier steht. Es gibt den Grill, ob groß oder klein, also den Classic und den großen halt auch in einem Teakholztisch. Teaktisch, genau. Der hat ein bisschen mehr Arbeitsfläche, ist aber nicht ganz so mobil. Genau. Und dann gibt es halt auch noch das ganz normale Gestell. Das ist ein Stahlrohrgestell, was auch gut aussieht, wo der Grill drin steht, was ein bisschen platzsparender ist. Da gibt es auch Arbeitstische zum Abklappen. Aber halt, wenn ihr ein bisschen mehr arbeiten wollt, dann hat das sowas, macht schon Sinn. Weil ich kann hier auch einen großen Klapptisch anbauen. Nein, der ist tatsächlich mittlerweile immer inklusive. Den haben wir jetzt hier nicht mit dran. Aber der abklappbare Seitentisch ist natürlich auch bei dem Deal mit dabei, weil er jetzt einfach immer mit am Buggy dran ist. Ja, das heißt, war früher mal optional, ist aber nicht mehr. Ihr klappt den ab, ist platzsparend und bei Bedarf einfach aufklappen, einfach hochziehen, der rastet ein und zum Einrasten nur zwei Klammern drücken und er ist wieder weg. Genau. Und der ist so stabil, dass auf dem Seitentisch sogar der Icon draufstehen kann mit seinen 30 Kilo. Da kann echt was ab. Und dann könnt ihr wirklich das Ganze schön. Das Schöne sind halt die großen Reifen. Ja? Also im normalen Gestell habe ich halt kleine Reifen. Und wenn ich wirklich es so habe, dass ich diesen Grill entweder öfters mit hinnehmen muss, weil ich was weiß ich, ein Catering mache damit. Oder ich muss aber der Klassiker von der Terrasse zum Gartenhaus damit. Dann bietet sich der Buggy da wirklich auch an, weil ich damit auch mal über Gelände fahren kann. Das kennt ihr vielleicht, seinen Rasen, vielleicht von vielen Gasgrills zum Beispiel. Auch wenn man da irgendwo einen 2.000, 3.000 Euro Gasgrill hat von diversen Herstellern, die sparen meistens an den Rädern. Da hat man so klapprige kleine Mini-Rollen drunter. Und das merkt man halt gerade auch auf Kopfsteinpflaster schon, merkt man das extrem. Das ist ärgerlich dann. Nein. Aber wenn ich sag mal eine Ecke habe, wo der Grill seinen festen Platz hat, finde ich persönlich auch den Teaktisch wirklich schön, weil er einfach noch mal unten auch die Ablagefläche hat und macht ein schönes Bild auf der Terrasse einfach. Ja, Wintergrillen. Ja, Wintergrill ist gerade der Monolith ideal für, weil er wenig Kohle braucht, leicht im Handling ist, die Temperatur wunderbar hält und durchhält und man sich wenig kümmern muss. Und man kann natürlich sämtliche Wintergerichte, den Weihnachtsbraten, die Pute, die Gans und so weiter wunderbar auf dem Grill garen. Man muss da auch keine Angst haben, dass das der Keramik irgendwie schadet, die Temperatur. Nee, also die Keramik ist wirklich auch hitzestabil. Das heißt, da können 400 Grad Temperatur anstehen und ein Regenschauer kommen. Ja. Das macht der Keramik gar nichts. Genauso könnt ihr auch im Winter das Ding aufheizen ohne Ende. Das macht der Keramik auch nichts. Was man aber machen sollte, ist, dass man die Kohle im Grill zündet. Dass man halt das Ganze ein bisschen langsam auf Temperatur bringt. Ich habe noch von keinem gehört, der es gerissen ist dadurch, aber das ist eigentlich ganz logisch, dass man keine 800 Grad heiße Glut in einen arschkalten, sorry, in einen richtig kalten Grill reinschmeißt. Ja, das ist ein Wintergrill. Also wie Weihnachtsbraten gibt es bei mir seit 20 Jahren, also vom Grill. In den letzten Jahren sind wir auf Pizza umgestiegen mit der Familie. Wir grillen an Weihnachten immer Pizza mit 15 Leuten. Dieses Jahr wohl eher nicht, aber ist mal was anderes. Ne? Aber ansonsten, wie ich vorhin schon mal sagte, ihr könnt ja auch die Gans, den Braten schön auf den Rost legen und packt eine Beilage, wie meinetwegen Rotkohl oder Grillgemüse oder Sauerkraut, wie auch immer, alles Mögliche unten drunter. Lasst schön Fleisch, Saft, Fett da reintropfen, das gibt mehr Geschmack und weniger Grillputzen. Also Pulled Pork, Barbecue Beans unten drunter, schön mitsmoken. Krustenbraten, Sauerkraut unten drunter, Steak, Gemüse unten drunter. Mitbrutzeln, Saft auffangen, mehr Geschmack, weniger putzen. Das ist optimal. So, ich wende hier nochmal. Das sieht schon gut aus. So, schütte die mal eben hier rüber. Ich weiß gar nicht, ob die alle zusammen unter die Locke passen. Ich habe leider heute auch nur eine mit, aber vielleicht haben wir Glück. Vier Stück passen drunter. Gut. Also, jetzt kommt der Käse ins Spiel. So, on top. Und jetzt einen Tropfen Wasser. Und durch den Dampf
ist der Käse gleich ruckzuck geschmolzen. Und mal gucken, was die Brötchen hier machen. Schiebe ich mal kurz ein bisschen weiter rein. Wollen wir schauen? So. Das kannst du rüberstellen. So, dann nehme ich mal die Unterhälften. Vier Stück Mayo oder Burgersoße oder was ihr mögt. Ein bisschen drauf. Da drauf ein bisschen Rucola. Den habe ich immer ganz gerne auf dem Burger, weil er schön nussig ist. Was auch lecker ist, ist halt Zwiebeln oder Schalotten andünsten und da dann ein bisschen Feldsalat durchmischen und das auf den Burger. Ist auch ein tolles Topping. Gucken, wie es hier aussieht. Ja, guck dir das an. Der Käse ist hammermäßig geschmolzen. Eigentlich würde ich gleich gerne das Live-Grillen beenden. Ja, ich auch gerne. So. Na komm. Das ist nicht fair, oder? Warte mal. So. Das kriegt ihr ohne diese Glocke niemals hin. Jetzt den Bacon. Das Schöne beim Bacon ist ja, durch die große Hitze auf der Platte sind die Kalorien quasi alle gestorben. So, jetzt die Zwiebeln oben drauf. Oh, da ist noch Bacon dabei, wie schade. Und na komm. Dann ein kleines bisschen Ketchup in den Deckel. So, und ich glaube, das kann sich sehen lassen, ne? Wer wird den Ersten? Alles klar, wir haben Freiwillige da. Wir eigentlich. Wir haben es von dir probiert. Ja. Komm, Katrin, wir weichen mal rein. Das haben wir uns verdient. Vielen Dank, Marco. Schön, dass du da warst. Bis nächstes Mal. Wir sehen uns. Nein, das geht nachher weiter. So, Arbeit geht weiter für uns. So, wollen wir mal schnell die Platte wieder sauber machen. Dann nehme ich einfach einen Spachtel und warte auf die Kamera. Das habe ich jetzt zu Hause nicht. Ich muss auf die Kamera warten. So. Und kratze das Ganze einfach so von innen nach außen sauber und hier in die mitgelieferte Auffangschale rein. So. So, da wo ein bisschen angebacken ist, noch mal ein bisschen rüber. Dann nehme ich mir ein Silbertuch. Das ist meine neue Rolle für mich, Kevin. Und wische das einfach sauber. Ich
So, hier nochmal am Rand, wenn da was übergetropft ist. Oftmals kommt die Frage, wie brenne ich sowas ein? Also ich würde immer Gussplatten, Gussrosten oder auch gerade die Feuerplatte immer vorher einbrennen. A, damit sie auch wirklich sauber ist, und diese Patina brauche ich ja auch. Also die Patina ist dann der Schutzfilm quasi für die Platte, dass sie dann halt nicht rosten kann. Da gibt es verschiedene Praktiken für. Ich weiß nicht, wie machst du das, Marco? Der eine macht nur mit Fett, der andere macht Bratkartoffeln. Ja, also wenn es jetzt ein Gussrost ist oder sowas, einfach im Grill halt ganz leicht einfetten, wieder abtrocknen und bei so 180, 200 Grad Hitze einfach das Öl eintrocknen, eine Stunde oder was, bis es schön trocken ist und glänzt, da habt ihr die erste Patina drauf. Dann einfach grillen, grillen, grillen. Ne? Weil je mehr ihr grillt, umso besser wird die Patina und es haftet umso weniger an und umso leichter ist es zu reinigen. Diese große Platte hier einfach auf dem Grill langsam aufheizen, ein bisschen einölen und das Öl mit dem Klebertuch immer wieder mal wieder hier in die Schale und dann ein bisschen brennen lassen und wieder einölen, bis ihr halt ein bisschen die dunkle Farbe bekommt. Und auch hier, je öfter ihr sie benutzt, umso besser wird die Feuerplatte. Darf ich kurz fragen, wie euch die Burger schmecken? Na fein. Ja, natürlich, ich kann auf dem Monolith super backen. Brot backen. Es ist ja quasi wie ein alter Steinbackofen, genau. Oder Holzbackofen, wo ich halt auch die Röstaromen und den Rauch des Feuers habe und so weiter. Und durch diesen Keramikeffekt ist die Hitze sehr harmonisch. Da kann man wunderbar backen, wunderbar drin backen. Also ich habe einen Kumpel, den grüße ich gerade mal, weil er wahrscheinlich zuschaut, den Feuerbäcker Günther. Der ist ein alter Bäckermeister und der macht auf dem Monolith die tollsten Sachen. Also wirklich High-End, alles an Broten und Backwaren und Weihnachtsgebäck und da geht alles drauf. Und klar, wenn ihr Buns backen wollt auf dem Monolith, geht super. Geht, ja. Gerade auf dem großen könnt ihr auch viele machen und auf Vorrat einfrieren. Die schmecken immer besser als diese hier Altpapier-Buns aus dem Supermarkt. Einfach also, auf einen kalten Pizzastein drauflegen, mit reinstellen zum Beispiel, geht wunderbar. Ja, aber auch Brot und Gebäck und alles Mögliche. Kuchen geht auch. Kuchen. Gut, jetzt geht es mit dem Nachtisch weiter. Ich räume gerade noch einmal ein bisschen auf hier. Stellst du meine Rucola weg, bitte. So, und da machen wir was ganz Einfaches, Schnelles. Weil man ja gerade zum Nachtisch auch nicht immer Lust hat, da noch stundenlang irgendwas rumzuschnippeln und basteln. Ich habe hier, na, wo ist er denn? Da. Ein bisschen Obst klein geschnitten. Ananas, Apfel, Mango, Wassermelone, ein paar Trauben und so weiter. Einfach klein geschnitten. Und das wird im Wok quasi als gegrillter Obstsalat gegrillt und damit Eis und eine Schlagsahne serviert. Eis. Das Eis muss er gerade holen, sonst ist es halt gleich zu hart. Da kommt noch ein bisschen Rum ins Spiel gleich. Das ist die Sahne. Hast du wegen dem Rum geklatscht? War klar. Das brauchen wir auch noch. Und hier ist das. Und die Butter muss ich gerade haben. Entschuldigung. Butter, Butter, Butter. Hier ist die Butter. Das haben wir da. Das Werkzeug für den Block ist hier. Gut. So, hier volle Glut. Wok drauf. Und da ist ein bisschen Butter. Dazu kommt brauner Zucker mit ein bisschen Zimt und Chili. Das wird quasi mal eben schnell karamellisiert. So, und jetzt kommt hier unser Obst dazu.
So, das decken wir jetzt schön hier ein. Und hier ist der Rum. Hier habe ich die Kelle. Das Ganze wollen wir gleich kurz mit Rum flambieren. Ich weiß gar nicht, kann die Kamera das einfangen, wie hier die Flammen so um den Bock rumgehen? So, ich heize mal ein bisschen vor hier. Hoppla. Vorsicht natürlich dabei. So, kurz warten. Ist ein bisschen Vorbereitung, aber dann nachher am Grill wirklich super schnell gemacht. Und ein ganz leckeres Dessert mit Eis oder mit Waffeln dabei oder sowas. So, das war jetzt irgendwo ein Kilo Obst, was wirklich fast auf den Gefrierpunkt da reingekommen ist. Und mal gucken, ob es hier schon brennt. Der Rum braucht noch kurz. Mal kurz. Ja, eigentlich sollte jetzt lichterloh und Flammen aufgehen. Ich glaube, man sieht es noch nicht. Also in der Kelle hat es gebrannt gerade auf jeden Fall. Okay, das schreit nach mehr rum. Kann nie ein Fehler sein. Da muss man jetzt aber auch wirklich aufpassen. Ja, also Alkohol und Flamme, da muss man schon wirklich vorsichtig sein. Da ist er. Jetzt haben wir es. Dann passen mal einen kleinen Teller für mich und das Eis. Und einen Löffel, Kevin. So, und die Creme de la Creme haben wir hier im Sahnesiphon. Kennt ihr vielleicht, hat in den 70er Jahren jeder im Haushalt gehabt, um so Selterswasser zu machen oder halt Schlagsahne. Ich habe hier einfach Schlagsahne reingegeben und einen kleinen Schuss Kokossirup, so diesen Barsirup und einen guten Schuss Rum. Das Ganze dann begast und habe hier jetzt quasi Pina Colada Creme. Ja, einmal eine Kartusche nachgeben. Also eine ganz leckere Schlagsahne mit Rum und Kokos, die wunderbar zu sowas passt, zu Eiscreme, zu gegrillter Ananas und. So, guck. So, Kevin, machst du einen Eismann? Gerne. Ja, mach mal eine Kugel auf den Teller.
So, dazu die Sahne und als Topping noch ein paar Schokostreusel. Und schon habt ihr ein super leckeres Dessert gewockt. Ohne viel Aufwand. Jo. Wow, hier geht's richtig ab jetzt. Aber den mache ich mal aus. So. Luft zu. Kohle geht aus. Und wir kümmern uns am Nachtisch. Und geben ihn dann das Backstage-Team. Hier. Bitteschön. Ja, das war's von uns mit den Rezepten. Habt ihr noch Fragen? Ja, das ist so quasi die letzte Möglichkeit, nochmal eure Fragen zu stellen. Okay. Ja, keine Fragen. Dann war wohl so gut. Dann sage ich vielen Dank. Vielen Dank an euch. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr gerne auch zum Beispiel auf Facebook in der Monolith Owners Group, das ist eine Gruppe für Monolith-Benutzer, stellen. Da ist reger Austausch, Rezepte und Tipps und Tricks und alles Mögliche. Oder ansonsten halt einfach mal eine Mail an Monolith oder sowas. Die beraten euch auch. Oder euer Händler Grillfürst natürlich. Grillfürst will es auch machen. Grillfürst macht natürlich auch gerne. Die sind die Fachleute dafür. Genau. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann stellt sie jetzt. Ansonsten blenden wir gleich noch kurz das Angebot rein. Das Hammerangebot für den Monolith Le Chef im Buggy oder Takeoff-Tisch. Mit kompletten SGS-System und Abdeckhaube. Gültig am, steht ja drin, genau, genau. Am 27.11. Genau, und da haben wir über 25% Rabatt, glaube ich. Richtig. Wahnsinn. Das lohnt sich schon. Irre. Gut, das macht Spaß. Ja. Wie gesagt, wenn es Fragen sind, stellt sie jetzt. Ansonsten gilt für immer. Genau. Vielen Dank. Danke Marco, sensationell. Ja. Sind wir durch? Hm.